das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsvorträge, weil er mit so ein paar Mythen aufräumt, die immer wieder falsch erzählt werden. Also genau genommen erzähle ich seit 2003 in dem Fall mehr oder weniger das Gleiche und kämpfe immer noch so ein bisschen wie Don Quixote gegen die Windmühlen, gegen die vermeintlichen Informationen oder falschen Fakten oder sonst was im ganzen Greylisting-Bereich. Das stellt mal so ein bisschen zusammen, was in den letzten 5, 6 Jahren an den verschiedenen Stellen diskutiert worden ist, als Methoden Spam zu filtern oder auch Viren zu vermeiden. Der Kollege meinte gerade schon so, vorgestern gab es ja wieder mal eine heiße Tickermeldung zu DKIM, dass die Schlüssel zu kurz waren. Wir können uns das bei Degenleit gleich im Vortrag mal angucken, um was es dabei geht. Schauen wir uns mal an, was wir so alles haben. Beziehungsweise, nee, Moment. Ich sehe gerade. So, jetzt hat OpenOffice auch kapiert, dass es zwei Bildschirme gibt. Ja, Spamschutz. Womit hat das Ganze mal angefangen? Das Ganze hat mal begonnen mit der Penny Black Briefmarke. Danach ist ein Anti-Spam-Projekt begründet worden oder benannt worden von Microsoft, nämlich nach der Idee, wenn E-Mails was kosten würden, dann hätten wir kein Spam-Problem mehr. Das ist ja das Hauptding, 100 Millionen E-Mails kosten nichts, das wäre ja ganz trivial. Also müssten wir einfach nur einen Cent oder ein Zehntel Cent pro E-Mail verlangen und das Spam-Problem wäre gelöst. Danach ist das eben benannt worden nach der ersten Briefmarke. Und ja, Microsoft hat damals auch angeboten, das Inkasso zu übernehmen. Das traf nicht so auf Gegenliebe, kann man vielleicht sagen. Was natürlich im Umkehrschluss auch heißt, wir sind selber schuld. Wir hätten uns das Spam-Problem lösen lassen können, damals 2004. Aber wir wollten es ja nicht. Also meine Herren, meine Damen, selbst schuld. Ne? Bill Gates hätte das damals schon gemacht. Wobei das als Idee natürlich nicht ganz so doof ist. Kosten von E-Mails müssen natürlich nicht finanzielle Kosten sein. Sowas können ja auch einfach CPU- oder Ressourcenkosten sein. Also zum Beispiel sowas wie Captchas und so, ne? Was ja auch sehr wirkungsvoll Massengästebucheinträge und tatsächlich ja verhindert in großen Teilen. Das muss man natürlich etwas weiter verstehen, den Begriff Kosten. Das war damals dieses Penny Black Projekt, vielleicht erinnern Sie sich noch dran. Aber der Rest der Welt wollte nicht mit Microsoft spielen. Daraufhin haben die sich kurz beleidigt in die Ecke zurückgezogen, aber wie wir nachher noch sehen werden, da sind sie leider nicht lange geblieben. Stattdessen wurde all die Jahre um ein Projekt diskutiert, SPF, das Sender Policy Framework. Die Idee dahinter war ein bisschen, Spammer können beliebig Absender fälschen, das ist ja doof, ne? Weil das ist auch eine wichtige Grundvoraussetzung für Spam. Also, wenn wir definieren könnten, wer mit welchen Absendern schicken darf, dann hätten wir in dem Sinne kein Spam-Problem mehr, weil dann würden wir Spammer zumindest dahin drängen, dass sie ihre eigenen Domains, die sie registriert haben, zum Versenden benötigen. Es ist natürlich kein Problem, gefälschte Domains zu registrieren, klar, weil die haben kiloweise Kreditkarten, Bankdaten und sonst was in diesen Kreisen, also können sie auch kiloweise Domains kaufen, beziehungsweise es war schon immer in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein gewisses Problem, dass man bei amerikanischen Domains unter bestimmten Umständen für 30 Tage ohne Finanztransaktionen eine Domain-Test registrieren konnte, die man voll produktiv benutzen konnte. Und nach Ablauf der 30 Tage konnte man die zurückgeben. Und da ich mich nirgendwo dafür registrieren musste, war das tatsächlich relativ anonym. Also klar können Spammer kiloweise eigene Domains benutzen, aber das macht es dann natürlich auch sehr trackbar. Ja, das wäre der Vorteil für uns im Anti-Spam-Bereich. Dadurch habe ich einen guten Überblick, unter welchen Domains gerade aktuell Spam verschickt wird. Das gab es vor 15 Jahren auch schon mal. Wir haben damals im 10-15-Minuten-Takt per Rsync Listen abgeglichen, was gerade aktuell gefälschte Domains oder missbrauchte, damals war es eben noch nicht gefälscht, missbrauchte Spammer-Accounts oder Spam-Domains sind, sodass, wenn der Spam dann endlich mal ankam, man sagen konnte, Mensch, kenne ich schon, die wird gerade aktuell missbraucht und der Spammer hatte das Nachsehen. Also das wäre natürlich schon ein gewisser Vorteil, auch wenn man diesen Absender Fälschungsprozess da irgendwie eindämmen könnte. Das würde es nicht verhindern, aber wir hätten halt wieder ein Stück Land gewonnen. Wie haben die das gesagt? Klar, die haben gesagt, wir brauchen ein System, was sehr einfach für Mailserver verfügbar ist, also ein eigenes Protokoll mit Single Point of Failure Servern und so weiter, das ist alles nicht die Lösung. Also kam man auf die Idee, dass man halt einfach das DNS mit dafür benutzen kann, weil ein Mail-Server ohne DNS gibt es ja quasi nicht. Das ist schön einfach. UDP kann man gut cachen, kann man gut kaskadieren. Es gibt ja Textfelder im DNS, die ich mit irgendwelchen Werten füllen kann, die ich also vielleicht auch für solche SPF-Einstellungen, Records missbrauchen kann, um zu definieren, welche Server für diese Domain
verschicken dürfen, autorisiert sind, Mails zu verschicken. Später wurde dann auch noch ein SPF-Record eingeführt, der ist mittlerweile verbreitet und durch. Ne? Das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis alle Programme eben auch aktualisiert worden sind, auch die ganzen Name-Server natürlich aktualisiert worden sind, um diesen neuen Record-Type irgendwie zu kennen. Das haben wir durch. In der Praxis sieht das dann so aus, dass ich halt hier so ein, in dem Fall jetzt Textfeld noch definiere oder eben in SPF definiere, für unsere Domain, wo ich nach einem bestimmten Syntax eben drüber hinterlegt habe, wer für mich verschicken darf. Ist relativ selbsterklärend, ja, SPF-Record von der Version 1 und aus diesem IPv4-Range, -25 und auf diesem IPv4-Range, -24er-Netz, dürfen halt zum Beispiel Mails für heinleinsupport.de verschickt werden. Dazu sage ich gleich noch alles, was in meinen MX-Records steht, also für den Fall, dass ich noch zwei, drei MX-Records auf meinen Spam-Dienstleister, auf meinen Stratus-Server oder sonst was habe, ne, dann habe ich die gleich mit erledigt. Ich könnte auch die IP-Adressen angeben, aber so ist es natürlich bequemer. Und bei der Gelegenheit inkluden wir gleich noch die Zone jpberlin.de, das ist nämlich der Provider, der dahinter steckt von uns. Das heißt, alle Einstellungen, die die dort getroffen haben, erbe ich auch. Heißt, unsere ganzen Hosting-Kunden, für die schreiben wir einfach nur in die Domain-Daten rein, include jpberlin. Und dann haben die natürlich alle unsere Mail-Relays, die wir so im Hosting für die benutzen, inkludiert. Als solches ist es ein sehr einfacher Syntax, das haben wir gerade besprochen. Interessant ist jetzt dann eher noch, also was fehlt ist, ich kann auch direkt einen Namen angeben, aber gut. Hier hinten, Fragezeichen all. Denn das ist jetzt die Frage, die bleibt, was ist mit denen, die ich nicht genannt habe als autoritative Mail-Relays? Was ist, wenn ich eine Mail kriege, die nicht von einem dieser Systeme kommt? Ja? Da kann ich ein paar Aussagen dazu treffen, und zwar Fragezeichen all, ich treffe keine Aussage, also auch das ist eine Aussage, wenn man so will. Ja? Ich kann natürlich auch sagen, minus all, alle anderen dürfen nicht, oder plus all, alle anderen dürfen. Da fragt man sich, na, was soll das dann? Ich definiere das, wenn alle anderen dürfen. Oder warum definiert der Heinlein jetzt Records, wenn er dann anschließend sagt, über alle anderen will ich es weder erlauben noch verbieten? Ja? Wo ergibt das Sinn und Zweck? Das Problem dabei ist, ich halte SPF für absoluten Bullshit. Das Ding ist broken by design, es funktioniert nicht, es kann nicht funktionieren. Ich werde gleich ein paar Beispiele nennen. SPF wurde, warum auch immer, die letzten 10 Jahre durchdiskutiert und gehypt und alle haben sich den Mund fusselig geredet, wie toll das ist. In Wirklichkeit ist es vom Ansatz her nicht funktionierend. Und totaler Quatsch. Aus diesem Grund empfehle ich allen gerne, SPF-Records zu setzen. Einige Systeme finden es halt toll, wenn es SPF-Records gibt und sagen, Mensch, das ist ja positiv. Aber ansonsten diese SPF-Records immer so zu machen, dass auch alle anderen verschicken dürfen. Denn das ist das Problem. Die Idee, dass nur von meinen Mail-Servern mein Absender kommen kann, das ist ja die dahinter steckt, die ist falsch. Natürlich können von ganz, ganz, ganz vielen anderen Systemen auch meine Mails oder meine Absender kommen und das ist auch zulässig. Und die würde ich ja alle aussperren und kaputt machen. Warum? Nehmen Sie allein mal Weiterleitung. User A schickt an einen User beim Provider B eine Mail, der leitet weiter an sein Postfach, was beim Provider C ist. Also vom Stratus-Server aufs T-Online-Postfach. Jetzt kriegt C natürlich eine Mail mit dem Absender A, aber aus dem Provider-Netzwerk B. Würde ich den SPF-Record-Daten glauben, würde ich sagen, danke, reject, die Mail nehme ich nicht an. Ja, Weiterleitungen, können Sie sich ein Leben ohne E-Mail-Weiterleitung noch vorstellen? Die Administratoren vielleicht, aber die User nicht. Ne? Das ist natürlich total tödlich, wenn wir sagen, Weiterleitungen sind verboten und so weiter und so fort. Und das widerspricht einfach mal komplett der Realität, die wir da draußen haben und leben. Antwort damals aus dem SPF-Konsortium, ich glaube, das ist also 2004 oder so, uralter Krams. Ja, dann C weiß doch, dass er eine Weiterleitung von B auf sich gesetzt hat, dann soll C doch einfach den Provider B individuell whitelisten. Ja, das ist jetzt dann so, dann tüdelst du da rum und dann hält das schon. Ne? Klappt nicht, was ist, wenn die keine Whitelistings haben oder was ist, wenn auf dem Weg dann Spam reinkommt. Das heißt, für allen Spam, der da ankommt, sage ich dann hier wieder Schotten auf, immer rein damit oder sowas. Das ist natürlich irgendwie eine sehr kranke und krude Lösung und gar nicht im Sinn und Zweck der Sache, sondern versucht halt irgendwas zu reparieren, was vom Ansatz her halt nicht geht. Ja? Gleiches Problem natürlich Mailinglisten. Ja? Das, Sie sehen, das Bild ist genau das gleiche. User A schickt an eine Mailingliste bei Provider B, die verteilt an 10.000 Leute und die kriegen jetzt natürlich den User A als Absender, verteilt von einer IP-Adresse aus dem Provider-Range B. Ja? Was sollen die jetzt machen? Ich weiß doch, dass ich die Mailingliste bei B abonniert habe, also mache ich ein Whitelisting. Ja? Ich meine, klar, dann haben wieder alle auf der Welt gewhitelistet und wir sind wieder auf Anfang und was soll der ganze Quatsch?
Es gibt, muss man fairerweise dazu sagen, es gibt die Idee sozusagen, dass man natürlich Absenderadressen jetzt umschreiben könnte. Ja, also in dem Fall zum Beispiel, das stimmt auch in dem Fall sogar, das wird sogar tatsächlich gemacht, dass die Envelope-Adresse, also die, die im SMTP-Dialog steht, tatsächlich ja dann die Mailinglistenadresse ist als Absender. Ja, und dadurch ich natürlich auch den Absender B aus dem Range B kriege. Der A steht im Mailheader from drin, aber im SMTP-Envelope, also auf Transportebene, sehe ich zunächst hier erstmal dann tatsächlich die Mailingliste. Das machen auch die üblichen Mailinglisten so. Ist auch richtig, damit Bounces wieder bei der Liste landen und nicht bei jemandem, der nur einen Beitrag geschrieben hat. Ja. Ist aber nicht vollständig, ist dann auch schwierig. Manche Mailing-Systeme machen es nicht. Oder was ist, wenn das nur ein Verteiler einfach ist? Ne? Postfix, Virtual Map, 20 Einträge oder so. Das ist ja keine Mailing-Liste und so. Also sprich, das lässt halt 1000 Probleme und Lücken irgendwie offen und ist einfach überhaupt nicht zufriedenstellend und schwierig. Oder? Sie sehen immer noch das gleiche Bild. Ja? Wenn Sie irgendeinen beliebigen Provider haben, Webforen, Communities, Grußkarten zum Geburtstag, Diddle-Teile oder was auch immer Sie dort haben, da tragen Sie sich einfach natürlich als Absender ein. Ne? Klaus Müller hat Ihnen diesen Heise-Artikel empfohlen und dann kriege ich vom Heise-Netzwerk natürlich auch einen Mail-Absender von Klaus Müller, der da an den SBF-Records gesagt hat, von jemand anderen darf mein Absender gar nicht kommen als E-Mail-Adresse. Aber das ist einfach falsch. Ja? Also Sie sehen in der Praxis, funktioniert das nicht. Was haben die SPF-Leute gesagt als Ansatz? Ja, ist ja richtig. Denken wir uns was aus. Was haben die sich damals ausgedacht? SRS, das Sender Rewriting Scheme. Wir mappen einfach den Absender, wir kodieren den. Also wenn Sie so wollen, ist das Mailadressen-Nutting. Ja? Also aus dem User at Domain A wird dann eben Domain A gleich User, das dreht man dann so um, hinter der Domain B. Also yahoo.de gleich klaus@web.de. Jetzt weiß ich nicht, gibt es hier vielleicht auch noch alte Hasen, die noch so in den 90er Jahren so in der Mailbox-Szene vielleicht dabei waren, so Gateway-Konvertierung zwischen Z-Netz, Mausnetz und Fidonetz? Ja. Ja, also wenn man so damals schon durch drei Formate, hat das damals funktioniert? Nein, es war eine stete Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ne, weil so lustige Effekte entstehen. Was passiert denn, wenn man aus dem einen technischen Netz in das andere gatet und dann wieder zurück? Also was ist denn jetzt, wenn der Web.de-User wieder an Yahoo leitet? Also Yahoo.de gleich A, at Web.de geht wieder zu Yahoo zurück und wird wieder weitergeleitet. Also wie viele Ads habe ich denn am Ende drin und vor allem in welcher Reihenfolge? Also das hat damals schon echt nie funktioniert. Das ist eine fixe Idee von Leuten, die sozusagen noch nicht länger als 10 Jahre dabei sein können. Aber alle alten Leute haben gesagt, oh Gott, was haben wir damals gebetet, als das oder die Party gemacht, als diese Gateway-Konvertierung endlich vorbei war. Und jetzt Déjà-vu, jetzt wollen die das wieder einführen, ja? Zurück in die Zukunft oder was? Nee. Außerdem ist das Problem einfach dabei, wenn man das alles mal zu Ende denkt, das führt jetzt hier ein bisschen zu weit, ich kann immer noch Absender fälschen. Also ich kann ja umgemappte Adressen unter meiner Domain machen, indem ich halt sage AOL.com, also gleich peer, at meine Domain. Und da mein SPF-Record geprüft wird und AOL dadurch soll er jetzt valide werden als Absender? Nee, vertrauenswürdig, klappt ja gar nicht. Also wenn man das so durchdenkt, fragt man sich natürlich auch ganz schnell mit, okay, aber wofür war das jetzt eigentlich gerade da? Das stimmt doch alles gar nicht. Ja, es gibt da nur so zur Vollständigkeit, da sollte noch so ein Krypto-Hash und Timestamp sein, weil damit man das nicht ganz so leicht fälschen kann, wie ich gerade gesagt habe, aber dann nehme ich halt eine E-Mail, wo das einmal drinsteht und fake die ganz schnell als neuen Absender für eine aktuelle Spam-Mail, dann stimmt ja wieder alles. Also das ist auch irgendwie komisch und ich habe das irgendwie nie richtig verstanden und ich halte den Vortrag jetzt, glaube ich, auch schon so zum 100. Male, also ich glaube gar nicht mal gefühlt, sondern wirklich reell oder so. Und es hat mir noch nie irgendjemand erklären können, doch, Per, da ist ein Denkfehler, das funktioniert, du hast es nur nicht kapiert. Wenn Sie wissen, warum ich mich irre, dann gerne, es interessiert mich, aber ich glaube, es ist Quatsch. Und alle anderen glauben das ehrlich gesagt mittlerweile auch, die ich so kenne und denen, ja, die was davon verstehen. Also, vergessen Sie es. Ein Problem ist, ist es auch so gut wie nirgendwo implementiert. Gut, Exchange 4.0 ist langsam größtenteils ausgestorben, NT 4.0, gute alten Zeiten, muss man sagen, das hat sich langsam, aber natürlich sind das sehr langlebige Systeme, die über viele Jahre hinweg leben und selbst wenn neue Softwareversionen sowas können, heißt das noch lange nicht, dass das in der breiten Masse da draußen unterstützt wird und funktioniert. Selbst Postfix hat bis heute kein SRS drin, weil Wietze sagt, A, SPF ist Quatsch und funktioniert nicht, B, auf den Quatsch lässt er sich nicht ein, vor allem nicht für was, was nicht funktioniert. Es gab vor ein paar Wochen eine Diskussion, da wollte einer wieder mal ein SRS-Patch schreiben für Postfix, aber auch das hat sich nach 2 Wochen ganz schnell erledigt. Das heißt, mit einem Postfix-System
was jetzt ja vielleicht doch ein bisschen relevant sein könnte, können Sie kein SLS machen. Also gute Nacht. Ja, mehrfache Weiterleitung und vor allem ganz süß, finde ich ja, was passiert denn bei Antworten? Also wenn Yahoo über web.de an Yahoo schickt und jetzt antwortet der, kürzt man dann ab oder wird die Antwort dann wieder über 5 Relay-Hops zurückgeschickt, wie damals beim Gaten eben auch gemacht worden ist. Also da hat man viel, viel Spaß und dann kommen wir ganz schnell wieder in die Situation, dass E-Mails tatsächlich verloren gehen. Okay. Alle kriegen eine E-Mail. Ja, naja, ob das jetzt besser wird, sage ich jetzt nicht. Also, gut. Unabhängig davon, kommt halt dazu, wenn das jetzt helfen soll gegen Spam-Missbrauch, also insbesondere zum Beispiel auch gegen Phishing, und wir vorhin gesagt haben, das bezieht sich doch auf den Envelope und der Header-To ist ja egal, das Mailinglisten-Beispiel, dann muss ich doch jetzt sagen, der User sieht aber doch den Header in der Anzeige. Also der Absender info@postbank.de, der da drin steht, der wäre ja durch SPF im Phishing-Bereich gar nicht verhindert worden. Weil das ja per Definition gar nicht erfasst werden kann, haben wir vorhin gesagt. Also auch das, nee, irgendwie nicht. Also, man muss sich natürlich auch fragen, wäre das denn überhaupt Spam-Schutz? Ne? Also so primär, ich würde sie zwingen, eigene Domain zu benutzen, das würde helfen, aber die Ursache beheben wird es eigentlich nicht direkt. Ja? Das haben wir eigentlich gerade schon gesagt. Schauen wir uns an, was Spam-Assessen zum Beispiel aus SPF macht. Es gibt ja SPF-Implementierungen da draußen, auch Spam-Assessen prüft das ja zum Beispiel. Aber welche Konsequenz entsteht denn jetzt daraus, wenn ich gültiges SPF habe oder vor allem, wenn ich eben SPF breche und nicht aus den genannten Netzwerkbereichen komme? Warum könnte es gebrochen werden im legalen Bereich? Es könnte eine gefälschte Adresse sein, ja, es könnte aber auch so ein Weiterleitungsfall sein, wie wir gerade gesagt haben. Das heißt, jetzt zu sagen, boah, SPF hat angeschlagen, das stimmt nicht, darum blocke ich die E-Mail, haben wir vorhin gesehen, wird uns ein Großteil der Mails weghauen. Haben anfangs damals etliche Leute gemacht, dann hatte man ständig gebounced Mails und muss ihnen erklären, dass das einfach so ein auch nicht zulässiger Schluss ist. Dass bloß, weil es nicht aus dem SPF-Range kommt, jetzt per Definition nachgewiesenermaßen so gefälscht ist, dass ich es blocken darf. Stimmt nicht. Also, was sagt Spam-Assessen? Ja, der vergibt zwar ein paar Punkte, je nachdem wie fit sie in Spam-Assessen sind, das Entscheidende ist hier im Prinzip der letzte Punkt, 0,6 Punkte. Da gibt es andere Checks, die mit 1, 1,5, 2,5 Punkten so daherkommen, die da wesentlich größere Schwergewichte sind. Sprich, Spam-Assessen berücksichtigt das auf einem unteren Mittelmaß, lässt das mit einfließen in das Gesamtscoring dieser E-Mail, aber wirklich als Killer-Kriterium wird es da nicht gewertet. Eine E-Mail, die ein SPF-Problem hat, aber ansonsten gut daherkommt, wird immer noch ganz, ganz, ganz problemlos durchgelassen. Ja, ich meine, ich kann natürlich berücksichtigen, das Verdachtsmoment, wenn der SPF-Record nicht stimmt, ist natürlich höher als bei einer E-Mail, wo er stimmt, okay. Auf der anderen Seite muss man natürlich fragen, okay, was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Der SPF-Record stimmt, darf ich die E-Mail jetzt annehmen? Soll ich jetzt whitelisten, ja, wenn ich schon nicht blacklisten kann? Was wäre das? Spammer würden sich freuen. Ne? Die registrieren eigene Domains, setzen valide SPF-Records und sagen, yeah, der generelle Whitelist-Dienst für die gesamte Welt ist da. Ich kriege alle meine Mails durch. Also auch das ist natürlich kein Kriterium, weil ein gültiges SPF-Record ist für die Spammer das Einfachste. Gut, dann melden sie unter ihrer Domain, das ist ein kleines Problem, aber dafür kommen sie überall durch. Ja? Jupp, heidi. Also was macht Spam-Assessen zum Beispiel aus einem validen SPF-Record? 0,001 Punkte. Also einfach nur, damit es im Logfall steht. Null ist das ja eigentlich. Ne? Sprich, das bringt nichts. Ja? Also, ich würde durchaus einen SPF-Record mal definieren, weil manche finden es halt toll und so weiter und so fort und schadet erstmal nichts, wenn Sie das Ganze als Fragezeichen all hinten abschließen. Wenn Sie das mit minus all machen, kann ich für nichts garantieren, dann werden Sie definitiv Mailverluste haben. Und daran erinnere ich mich auch noch gut, das war das erste Mal, dass ich mit SPF da wirklich damals Anfang 2000, 2004, da wann das war, in Berührung gekommen bin. GMX hatte da, glaube ich, minus all drin und ein Kunde hat sich beschwert, dass er immer Mails nicht kriegt von anderen. Und nachdem wir das analysiert haben, kam dann halt raus, dass das halt GMX-Absender waren, die aber bei dem anderen Provider über den Exchange verschickt worden sind. Also GMX hat GMX-Mails von außen bekommen. Und hat dann wegen des eigenen SPF-Records natürlich gesagt, das kann ja nicht sein und hat die verworfen. Und das zeigt eben schon in der Praxis, nö. Gut, können wir, glaube ich, abhaken. Prinzip ist, glaube ich, klar, oder?
Kommen wir mal zu dem, was funktioniert. Wäre ja auch nicht schlecht. Ja. Dickem. Früher hieß das noch Yahoo Domain Keys. Dann gab es da so ein paar Synergien und andere Leute sind mit eingestiegen und andere Provider. Jetzt heißt das etwas neutraler Domain Keys Identified Mail. Die Idee dahinter ist eigentlich genau das Gleiche. Das Problem ist, Spammer sind nicht authentifiziert. Jeder kann als Absender benutzen, was er will. Wir können dem nicht trauen. Pipapo. Ja, genau die gleiche Logik. Bloß der Lösungsweg ist ein anderer. Und zwar gehen die einfach daher und sagen, also A sagt Dekim sowieso, das, was die User sehen, ist der Mailheader. Also Envelope schützen bringt nichts, weil info@postbank.de für die Phishing-Attacke kommt ja aus dem Mailheader und so. Ne? Also müssen wir das eh mit sichern. Und B, was wir ganz einfach machen können, ist, dass wir die relevanten Header-Einträge kryptografisch signieren. Also in bester PGP oder GPG oder SMIME-Manier unterschreiben. Kennen Sie ja, Public-Private-Key-Verfahren. Ich signiere das mit meinem Schlüssel und die anderen können das dann mit meinem Public-Key prüfen. Und dann ist es nicht fälschbar. Das hat neben dem Nachweis, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Absender und Schlüsselbesitzer gibt, eben auch den angenehmen Vorteil, dass Mailheader eben nicht mehr fälsch- oder verfälschbar sind im Nachhinein, sodass mir eben niemand mehr unterschieben kann aus ich liebe dich, ich hasse dich oder so. Und dass das eben auch im Prinzip die E-Mail als solches sichert, die bislang auf den Server gegen Manipulation einfach gar nicht gesichert ist. Also, die Mail-Server einer Domain haben einen Schlüssel, also einen Public und einen Private Key. Das heißt, die signieren alle ausgehenden E-Mails, was nicht so schwierig ist, das kostet nicht so viel Ressourcen. Darüber ging eben gerade jetzt die Diskussion vor ein paar Tagen, dass die Schlüssel, die da standardmäßig eingesetzt werden, sind eben so kurz sind, dass man sie knacken könnte, ja, weil die nur 512 Bit hatten. Aber die signieren alle ausgehenden E-Mails und zwar mit ihrem Mail-Server-Schlüssel. In den DNS-Textdaten der Domain kann ich jetzt den Public Key veröffentlichen, weil alle anderen müssen ja den öffentlichen Schlüssel dazu kriegen, den sie sich besorgen können müssen, um zu prüfen, stimmt die Signatur. Und wenn ich den in meinen DNS-Daten veröffentliche, ist ja gleich auch die Authentifizierung oder die Identität von mir sichergestellt, weil ich habe natürlich als Domainbesitzer den Zugriff auf meine DNS-Zone und kann meinen Schlüssel veröffentlichen. Der Spammer kann nicht in meiner DNS-Zone seinen gefakten Schlüssel veröffentlichen. Ja? Also ist das vertrauenswürdig. Da gibt es dann noch so ein paar kleine technische Details, so was ist, wenn man migriert, was ist, wenn man mehrere Server hat. Da gibt es noch so einen Identifier, damit man de facto mehrere Schlüssel benutzen kann. Aber das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis. Ich signiere alle ausgehenden E-Mails. Alle Zielsysteme sehen eine DKIM-Signatur, besorgen sich jetzt aus dem DNS den Public Key, können prüfen, ob die Signatur stimmt und sagen, stimmt, diese E-Mail ist mal über ein System von dem Provider XY oder Heinlein oder sowas verschickt worden. Und das ist jetzt eben das Coole dran. Es kann seitdem auch fünfmal weitergeleitet worden sein. Ich sage ja nur aus, damals hat es mal dieses System, der es unterschrieben hat, durchquert. Von wem ich das jetzt kriege, ist ja eigentlich total egal. Das ist eben so ein Unterschied. SBF hat das an eine IP gebunden, die wechselt. Ich binde das an die Signatur, die wechselt nicht. Und wenn sie über die Mailingliste verteilt wird, kann sie prinzipiell immer noch bestehen. Oder man schmeißt sie weg und die Mailingliste signiert jetzt neu, weil sie jetzt dafür gerade steht, ich verschicke das. Das kann man ja immer auch machen. Ja, so als kleiner Überblick, was fließt ein, das ist jetzt eher so für die, die es nachlesen wollen, als technische Doku. Alle möglichen Header, die halt im Prinzip verlässlich sein müssen oder die nicht manipuliert werden. Ja, sowas wie Comments, Keywords, Return Paths und so, das sind natürlich die, die sich auch verändern werden durch die Zustellprozesse und so weiter und so fort. Die will ich natürlich nicht signieren, das wäre ja Quatsch, dann wäre die Signatur immer nicht mehr valide, logisch. Aber für alles andere besteht dann in dem Sinne Fälschungssicherheit. Ja. Und so sieht das in der Praxis aus, das ist im Prinzip eine Zeile, ich habe die jetzt so ein bisschen umbrochen, damit man es besser lesen kann, das ist eine Header-Zeile, DKIM Signature Doppelpunkt, ne? Statt Subject oder statt From Doppelpunkt und so. Ne? Wir haben eine Version, wir haben das Krypto-Verfahren definiert, wir haben den Domain-Signer definiert, in dem Fall ist das ein Header von Xing. Wir haben aufgeführt, welche Header wir hier mit haben einfließen lassen, weil ich kann mir als Signer im Prinzip aussuchen, welche ich da mit berücksichtigt haben muss. Ich muss ja nicht alle nehmen, die da prinzipiell in Frage kommen. Hier unten ist dann im Prinzip die ganze Kryptosignatur da drin. Wer die Mail jetzt kriegt, kann sagen, alles klar, Xing hat sie signiert, ich hole mir den Public Key aus dem Textfeld von der Xing-Domain, da steht da drin, kann man abfragen, dann kann ich prüfen und sagen, jo, das ist tatsächlich eine Signatur, die von Xing mal ausgestellt worden ist. Warum wird zwischen CC und BCC unterschieden? Warum spielt es eine Rolle, ob da Durchschlag sich da ist oder nicht? Ja, BCC haben nicht zu suchen, rechts BCC. Ja,
kurze Pause vom eigentlichen Thema, weil es keine BCC-Header gibt. Sagen die Leute dann immer, doch, ich erzeuge die doch in PHP immer, wenn ich eine Mail verschicken will. Ja, natürlich gibt es BCC-Header. Schwierig, es gibt sie eigentlich nicht. Also wenn ich die BCC-Adressen im BCC-Header immer mit verschicken würde mit der Mail, dann wäre das total gaga, weil dann sind die nicht mehr blind, sondern public. Ja, also dann gucke ich da rein und sage, Mensch, du hast die ja auch gekriegt, das ist ja Quatsch. Ne? Sondern im Prinzip, alle Mail-Server schmeißen BCC-Header natürlich raus. Ja? Ich kann sie angeben, zum Beispiel beim Generieren in PHP und so weiter, damit das erste System sich daraus alle Envelope-Empfänger zusammenbaut. Also das nimmt die Empfänger aus TU, CC und BCC, baut sich daraus den Transport-Envelope zusammen und muss dann natürlich clevererweise BCC killen. Ja? Und als solches ist er bei BCC natürlich nie ein Header, der beim Empfänger anzukommen hat. Ja? Wenn ja, wäre das total Quatsch. Also schlimm. Und dann darf ich natürlich auch nicht signieren. Wenn irgendjemand ihn streicht, würde die Signatur natürlich knallen und dann geht natürlich nichts mehr. Insofern ist es schwierig. Das ist so ein ambivalenter Header. Den kann man setzen, aber es gibt ihn nicht. Also es gibt ihn, aber ich will ihn nicht und lösche ihn. Ja. Wie gesagt, dann ziehe ich mir das Ganze und kann das Ganze eben aus dem DNS prüfen. Die Frage ist, was passiert jetzt natürlich wieder im Sinne der Fälschungssicherheit, wenn ich eine Mail kriege mit einem Xing-Absender, die halt nicht signiert ist? Macht es die jetzt böse, ist die jetzt genauso vertrauenswürdig und, und. Also der Spammer kann ja trotzdem noch Absender fälschen und genau das wollten wir ja verhindern. Ne? Jein, das stimmt jetzt auch nicht ganz. Also ich führe das Mikro nochmal, ne? Dann müsste ich die E-Mail ja annehmen. Ich kann in Echtzeit prüfen, ja, und am Ende dann immer noch sagen, nee, die E-Mail will ich jetzt ablehnen. Also ich kann den Content übertragen lassen, aber ich habe damit noch nicht unbedingt über die Annahme entschieden. Ich habe immer noch die Möglichkeit zu sagen, reject. Ja, das ist heute kein Problem im Spam- und Virenbereich in Echtzeit zu prüfen und ich muss die nicht annehmen und weiterleiten zum Virenkiller, das geht anders. Und dann ist nach wie vor alles offen, ich bin da flexibel. Also, auch da haben wir halt wieder das Problem, also das Pendant zu dem Minus-All oder dem Fragezeichen-All, was wir beim SPF vorhin hatten. Es gibt eine Author-Domain Sending Practice, ADSP, wo ich halt sagen kann, sozusagen, welche Politik ich fahre. Das ist natürlich gar nicht mal so doof. Es gibt natürlich Domains, wo ich vielleicht tatsächlich sagen möchte, meine Domain kann nicht von woanders kommen. Ja, zum Beispiel die Bank. Ja, dass ihr kundenberater@postbank.de oder sowas mir was nach Hause schickt, sollte tatsächlich irgendwie aus den IP-Ranges oder sollte, nee, andersrum, muss kryptografisch signiert sein, ja, weil es muss mal über ein Mail-Relay der Postbank verschickt worden sein. Es kann jetzt, anders als bei SPF, noch 10-mal weitergeleitet worden sein, aber eine Kundenberater-E-Mail, die noch nie im Leben das Mail-Relay der Postbank gesehen hat, die kann es hier per Definition nicht geben. Bei einer Privatkunden oder einer Hoster-Domain ist das natürlich was anderes, weil wenn ich den Heise-Ticker-Meldung-Artikel damit irgendwie verschicken will, ne, dann kommt natürlich eine Mail mit meinem Absender von irgendwoher, die tatsächlich nie mein Ausgangsrelay mal durchquert hat. Ne, da sage ich vielleicht dann was anderes in der ADSP, als wenn ich jetzt sicherheitsrelevante Absender habe, wo ich das tatsächlich ausschließen kann, dass die jemals anderswo erzeugt worden sind. Ja, ja, das erzeugt dann, da habe ich noch so ein separates DNS-Feld, also da mache ich so dann unter meiner Domain, example.com, habe ich dann einen Bereich -Domain-Key und darunter habe ich einen Eintrag -ADSP und da drin kann ich dann veröffentlichen, wie ich das sehe, das ist genau das Pendant zu dem Fragezeichen-All, was wir da sonst auch hatten. Ja, Unterschiede haben wir soweit schon größtenteils gesagt. Ich kann sie problemlos weiterleiten, weil die Kryptosignatur natürlich immer mitgeschleppt wird. Ich habe kein Problem mit Adressumschreibungen. Dieses ganze Gateway-Konvertierungspalaver-Zeug brauche ich natürlich gar nicht, weil es ist einfach ein Header, der halt drin steckt. Und wer aus irgendeinem Grund jetzt manipulieren muss, also Subject oder sonst was umschreiben muss, zum Beispiel weil die Mailingliste in eckigen Klammern den Mailinglistennamen als Filterkriterium mit reinschreiben will, ne? Die kann ja diesen DKIM-Header ersatzlos streichen und dann in ihrem eigenen guten Namen neu wieder signieren. Ja. Gut. Es gab am Anfang so ein paar Probleme, dass so 7-8-Bit-Umrechnungen dann die Prüfsummen verändert haben, aber da sind wir durch, mittlerweile funktioniert das und das ist kein Problem. Ja, was heißt das jetzt, dass eben eine valide DKIM-Signatur da ist? Ist das ein Whitelisting-Kriterium? Nee. Ne? Weil der Spammer kann sich wieder eigene Domains besorgen, Public Key veröffentlichen und so weiter und so fort. Genau dasselbe wie vorhin ja auch. Als Blacklisting-Kriterium
Jein, ich kann natürlich sagen, klar, wenn der Domainbesitzer per ADSP gesagt hat, das darf nicht sein, dass das nicht signiert ist, ne, dann kann ich das berücksichtigen. Aber im normalen Alltagsgebrauch werden wir das halt einfach nie sagen können. Aber mit Blick auf Phishing wäre das natürlich tatsächlich schon mal ganz lecker, wenn man das so machen könnte. Und die Mail-Clients das dann eben auch valide anzeigen, dass das zum Beispiel gelb ist als Warning startest, weil es eine nicht überprüfte oder sogar gebrochene Signatur ist oder so und sie dadurch eben vor Phishing-Attacken vielleicht geschützt werden könnten. Ja. Interessanter ist das Ganze halt eher darum, dass ich mit DKIM jetzt eher einen Weg habe, eine Basis habe, um zuverlässig feststellen zu können, wer das verschickt hat. Der Spammer kann signiert verschicken und Xing kann signiert verschicken. Aber ich kann jetzt natürlich eine Reputation darauf aufbauen und sagen, der Spammer hat in aller Regel eine hundsmiserable bis ganz, ganz schlechte Reputation. Von Xing das Zeug ist immer koscher. Und dann kann ich jetzt auf dem Wissen aus der Bestätigung, dass es von denen kommt, natürlich sagen, ja, jetzt baue ich da ein sehr, sehr positives Ranking oder ein Whitelisting drauf auf. Wenn es über den Relay verschickt worden ist, dann kommt es aus der Plattform und da wird nicht gefälscht und Tüdelkram verbreitet, was ich bei einem Hoster vielleicht so nicht sagen kann, ne? Gegenüber einer Web 2.0-Plattform oder so, wo nur Notifications verschickt werden oder so. Ne? Da kann ich ja ausschließen, dass das tatsächlich dann Spam ist, wenn die nicht komplett hops genommen worden sind. Oder ich kann eben sagen, die Spammer, die eben eigenes Zeug machen, kann ich tracken. Da kann ich dann über Reputationsdatenbanken sagen, alle anderen auf der Welt finden das auch gerade ziemlich doof. Ich finde es latent auch doof. Na, dann ist es wohl vermutlich auch doof. Und daraus dann natürlich umso schneller auch die Reißleine ziehen und sagen, das will ich jetzt nicht mehr haben. Ja, wie bindet man das ein? Für die, die das nachbasteln wollen, DKIM-Proxy, das müsste ich quasi ab nächstem Jahr mal langsam rauswerfen. Das macht man heute nicht mehr. Da hat man so einen Mailfilter mal gehabt, der das signieren soll. Seit Ewigkeiten, 2008, ist das Ganze im beliebten Amavis mit drin. Also jeder, der ein Amavis hat und das nicht wirklich prähistorische Versionen sind, der hat DKIM-Strukturen da drin und kann da ganz schnell einen DKIM-Schlüssel einrichten. How-to ist gleich auf der nächsten Folie, um das zu Hause mal nachzulesen. Amavis habe ich meistens eh. Das heißt, er kann das eh eingehend lesen oder eingehend prüfen, ne, im Rahmen des Spam-Schutzes und dann kann er auch gleich gut ausgehend alles signieren. Ja, Sie werden es jetzt nicht auf die Schnelle nachbauen, aber nur als Überblick für die Schritte. Ich erzeuge einerseits einfach mal einen Schlüssel, also Amavis hat extra einen Aufrufparameter, der den RSA-Schlüssel erzeugt. Im Prinzip ist das natürlich ein OpenSSL-Aufruf, der dahinter steckt, der einfach ein Key-Pärchen da erzeugt. Ich trage das Ganze in die Konfigurationsdatei ein von Amavis, wo ich halt einerseits eh schon drin habe, verifiziere bitte eingehende E-Mails, ja, das kann ich natürlich immer machen, auch ohne Schlüssel, und jetzt bitte auch die Signierung aktivieren für ausgehende Mails und dann hinterlege ich, welche Domains mit welchem Schlüssel signiert werden müssen. Das Interessante ist, wir sehen es hier schon, verschiedene Domains können durchaus mit demselben Schlüssel signiert werden, weil die Reputation, die ja dahinter steckt, ist ja dieses Mail-Relay, Also ich als Mail-Relay bin für 1000 Domains zuständig, aber für die Reputation heißt es ja, von diesem System kommt nur Schrott oder von dem System kommt nur Gutes. Das ist ja gar nicht mal unbedingt diese Domain, ist immer gut oder schlecht, aber zumindest aus diesem IP-Bereich oder von diesem konkreten Einzelfall ist das immer koscher, weil das wird validiert oder dort überhaupt erst erzeugt oder. Ja? Das heißt, ich signiere das als Provider mit einem Schlüssel und ich habe nicht das Dilemma, dass ich 1000 Kunden beibringen müssen, dass sie sich jetzt 1000 Schlüssel erzeugen müssen und dann muss ich auf meinen Mail-Relays ewig lange Matching-Listen pflegen, was ich für wen benutze. Nö, das ist mit einer Zeile erschlagen. Gibt dann einen Provider-Schlüssel. In den meisten Fällen. Den Schlüssel muss ich im DNS veröffentlichen. Amavis hat da so ein nettes Kommando. Showkeys, dann gibt er mir gleich als Text-Output auf dem Bildschirm genau das, was ich per Cut and Paste in die Bind-Config mit rüber kopieren muss. Das ist dann gleich im richtigen Format. Kann man wirklich einfach so rüberwerfen. Ja, wir sehen, Example.com, das war das da oben. Ich habe wieder diese Tiefstrich-Domain-Key-Sache, damit sich das nicht mit anderen Text-Records, die ich da vielleicht haben möchte, beißen kann. Hier vorne ist noch so ein Identifier drin, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, damit ich eben mehrere Schlüssel haben kann, ne, die ich sagen kann, das Mail-Relay verschickt mit dem Identifier ABC unter der Domain, der andere verschickt mit einem zweiten Schlüssel namens XYZ unter der Domain und so. Das ist auch wichtig, die könnten ja gecached werden und so weiter und wenn ich einen Schlüssel wechsle, muss ich ja zwei Schlüssel fahren für eine gewisse Übergangszeit und dazu brauche ich die Möglichkeit, eben dann einen alten, neuen Identifier zu vergeben. Wie die benannt sind, ist total egal, können sie auch 1, 2 oder Test oder bla oder produktiv oder Berlin und München hinschreiben. Ja, Hauptsache, es gibt halt irgendeinen Text noch davor, der das separiert. Und was wir ja vorhin gesehen haben, dieser Identifier, der steckt mit in der Signatur drin und daher weiß das Zielsystem, welchen Schlüssel es sich jetzt genau besorgen muss, um das zu prüfen.
Am Ende, wenn ich das im DNS veröffentlicht habe, kann ich Amavis auch gleich sagen, mach mal einen Testdurchlauf. Das heißt, der nimmt eine Dummy-Mail, signierte sich einmal, fetcht sich selber den Schlüssel und prüft sich selber. Das heißt, wenn da dann steht Pass, dann funktioniert es auch nach außen, weil er hat sich sogar den Schlüssel aus dem DNS extra gezogen und dann weiß ich, dass es funktioniert. Kleine Stolperstelle, viele haben Amavis da nicht richtig eingerichtet. Die Domains, die hier sind, die müssen in diesem Local Domains Maps mit enthalten sein. Das haben viele immer nicht gemacht. Das ist eigentlich auch schon ein kleines Problem beim Spam-Schutz. Sollte man eh mal fixen. Damit Amavis eben sagt, ja, das sind meine lokalen Domains, weil ich signiere ja nur das, was ich auch habe und was ich ausgehend verschicke und nicht irgendeine Online-Adresse, die zufällig mal bei mir vorbeikommt. Und wenn man das halt nicht macht, dann sagen die Leute, alles sieht super aus, aber er signiert immer nicht. Steht im Logfile dann immer bla bla bla, not signing, not originating oder sowas. Schreibt er eigentlich auch immer hin, man versteht es bloß vielleicht nicht ganz so schnell, was er damit meint. Er sagt halt, ich muss auch wissen, dass diese Domain von mir lokal als Ursprung sozusagen angesehen wird. Ja, danach viel Spaß. Wer will, steht nach dem Internet, kann man nachbauen. Ja. Und jetzt? Was fehlt noch? Wen haben wir vergessen? Microsoft. Die stehen die ganze Zeit noch in der Ecke und schmollen. Ja, und eigentlich wollten die doch die Welt retten. Sie erinnern sich, ja, Weltwirtschaftsgipfel in Davos 2004. In 2 Jahren von heute an ist das Spam-Problem gelöst, hat Bill Gates damals gesagt. Das war 2004. Man muss wissen, von 2004 auf 2006 hat sich das Spam-Volumen von 30 Milliarden auf 120 Milliarden pro Jahr verdoppelt, vervierfacht. Aber Weltzeit minus 3600. Aber wir wollten ja auch nicht mitmachen. Insofern sind wir ja selber schuld. Ne? Also, die gibt es auch noch. Also, die haben sich daraufhin, ja, weil sie das uns ja helfen wollten, das zu lösen, die Caller-ID ausgedacht. Und die gibt es teilweise auch heute noch. Das ist im Prinzip SPF, einmal verdreht und mit Tesafilm und Tippex wieder zusammengeklebt. Wir haben Subdomains mit da Tiefstrich EP und so weiter. Ich gebe zu, ich habe da über das Tiefstrich mal gelästert, das hatten wir bei Dickem auch. Da bin ich jetzt unfair. Mittlerweile ist das halt durch, dass das geht. Aber die legen halt auch Subdomains an, das ist gar nicht mal so doof. Aber da drin haben sie jetzt die ganzen SPF-Aufrufe, aber in einer XML-Struktur, in einem XML-Container in den DNS-Textdaten. Also bei SPF hat uns ein Leerzeichen ausgereicht, hier nicht. Ja? Hintergrund ist natürlich, jetzt müssen alle anderen Systeme, die das prüfen wollen, also auch normale Mail-Server, auf einmal XML-Bibliotheken haben, das parsen und interpretieren können. Das spielt bislang nirgendwo irgendwie eine Rolle. Kein Mail-Relay, kein Spam-Filter, pipapo, kann auch nur ansatzweise mit XML irgendwie umgehen und das interpretieren. Gut, Exchange schon, das ist jetzt ein gewisser Vorteil. Aber der Rest der Welt halt einfach dummerweise nicht. Vielleicht besteht auch ein Zusammenhang, warum die das... Na, egal. Und übrigens... es gibt ein Patent darauf, Daten in XML-Strukturen im DNS zu veröffentlichen, was eine freie Implementierung schwierig bis unmöglich machen würde. Das ist ja doof. Oder gut, je nach Standpunkt. Auf jeden Fall wurde damals viel Lobbyarbeit betrieben. Sie erinnern sich vielleicht noch damals, vor ein paar Jahren, dass da eben dann viel das hoch und her geht. Wird das Standard, wird das nicht Standard bei der IANA und so weiter und so fort. Es sah sehr danach aus, dass das Standard wird, bis tatsächlich sich die für einen anderen Programmierer und auch von den ganzen MTA-Schreiberlingen sich da wirklich durchgesetzt haben, weil sie gesagt haben, nein, wir können und werden es nicht patentverletzungsfrei implementieren. Das kann kein Standard sein. Und dann hat sich tatsächlich sehr kurzfristig und für mich auch sehr überraschend in den letzten Tagen das ganze Ding gedreht. Ja, und aus es wird ziemlich sicher verabschiedet, kam plötzlich 10 Tage vorher raus mit, das wird wohl nichts. Hatten wir Glück. Ja, so sähe das Ganze aus. Das ist der SPF, das ist der Caller-ID-Eintrag von Hotmail. Ja, im Prinzip, Sie sehen, ich sage halt, das sind die Includes, die ich vorhin gezeigt habe im Prinzip. Aber ich habe natürlich jetzt ein riesen Datenvolumen und habe da so eine Struktur und irgendwie, was das jetzt besser macht, weiß ich nicht. Also, das hat auch nicht funktioniert mit Caller-ID und die sind ja hartnäckig, also traten sie dem SPF-Konsortium bei. Ich glaube, in der Wirtschaft nennt man das feindliche Übernahme oder sowas. Wir wollen bei euch mitmachen. Sind da also beigetreten, haben gesagt, prima, SPF ist ja ein super Projekt. Aber wir hätten noch ein paar Verbesserungsvorschläge. Lass uns doch das Best-of machen aus SPF und Caller-ID. Also 2 Systeme, die ich beide für total broken halte. Ja, also das, aber vielleicht ist auch Best-of-broken mal Best-of-broken gleich perfekt. Ja, Minus mal Minus ist Plus, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die sich damals SIDF ausgedacht als nächste Stufe. Da floss immerhin auch mal die Idee ein, dass die Mail-Header vielleicht eine Rolle spielen könnten, weil das ist nun mal das, was der User sieht.
Ja? Und das Problem ist einfach, wenn man das mal so komplett zu Ende durchdenkt, in einer Tiefe, es gibt neben Sender und From dann noch ein Resend Sender und ein Resend From und noch so ein paar Eskapaden davon. Also falls einer was weiterleitet, ja, dann kann ich im From immer noch Klaus haben, der Resend From und so weiter bin aber ich oder genau, schlimmer sogar andersrum. Und wenn das eben nicht mitgesichert wird, dann kann ich damit, um das jetzt einmal abzukürzen, wieder den Absender fälschen. Sprich, gut gemeint, leider nicht vollständig umgesetzt, würde also auch nicht funktionieren. Ja, das ist aber eben damals dann auch eingestellt worden, weil funktioniert nicht und so weiter, weil eben nicht patentverletzungsfrei machbar auch. Und Sie erinnern sich vielleicht damals noch dran, dass es immer diesen Streit gab oder auch, das wird mir auch noch ab und zu so erzählt, aber AOL hatte doch dann auch SPF, wenn das so doof ist, ne? Gehen Sie mal auf die, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, vor ein paar Jahren konnte man die noch finden. Es gibt eine SIDF-Webseite, da steht ganz stolz, wie viele Millionen Systeme auf der Welt SIDF benutzen, also diesen Microsoft-Standard. In Wirklichkeit waren das halt dann eben, also die 3 Millionen, die dort als Zahl genannt worden sind, waren halt 2.999.998 Systeme, die SPF hatten und 2 Systeme, die SIDF hatten, nämlich Microsoft, Hotmail und wie ist das andere von denen? Egal, Live oder was auch immer. Ja, also sprich, die haben sich immer die SPF-Zahlen mit auf die Liste geschrieben, dass ihr System so toll verbreitet ist. Eine relevante praktische Vorbereitung von SIDF habe ich nie gesehen. Ja. Und das war damals so ein Kampf, vielleicht erinnern Sie sich daran, dass eben Hotmail und AOL da im Clinch lagen, weil einfach Hotmail einfach gesagt hat, wir nehmen keine nicht SPF, SIDF signierten E-Mails an und dann, liebes AOL als größter Konkurrent, nehmen wir eure E-Mails nicht mehr an. Dazu muss man wissen, dass AOL halt beim DKIM-Konsortium dabei war und die haben halt einfach am Drücken gespielt, wer hat mehr Kraft. Hotmail, wenn Sie sagen, wir lehnen AOL-Mails ab und AOL, wenn Sie sagen, wir können an Hotmail nicht mehr verschicken. Und das waren so die Spielchen, die damals hinter den Kulissen gelaufen sind, sodass eben auch jemand wie AOL, die zum DKIM-Konsortium gehörten, SPF und SIDS-Records veröffentlichten, was natürlich politisch gesehen dann schön auszuschlachten war. Ja, das ist dann Propaganda wie im Kalten Krieg. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt auch teilweise schon ziemlich alt. Bleibt noch einer? Geiles Ding. Ein paar Minuten haben wir noch. Können Sie noch? Was war das jetzt? Ja, nee, weiß nicht. Wann kommt denn endlich Backup? Nee. Geiles Ding. Das Doofe ist, Graylisting ist super und Graylisting ist funktioniert, aber es gibt, glaube ich, kaum ein System, was so massiv schlecht geredet wird und wurde und bis heute immer noch wird, wie Graylisting. Ich sehe das immer noch, wenn wir wieder bei uns Mail-Server-Kurse haben, auch heute im Jahr 2012 sitzen Admins von großen Providern und sonst was da und die erzählen so viel Quatsch, also einfach unwahre Fakten, die bei Graylisting einfach nicht stimmen. Also räumen wir mal ein bisschen zwischen Wahrheit und Unwahrheit auf. Für die, die es nicht kennen, ganz kurz vorab, wie funktioniert Graylisting? Ich habe natürlich als Mail-Server eine kleine Datenbank von Systemen, die ich kenne und nicht kenne. Und die ich nicht kenne, von denen ich noch nie was gehört habe, ja, die sind mir also erstmal per Definition suspekt sind, lehne ich neue E-Mails erstmal ab mit einem temporären Fehler. Alles, was mit einer 4 beginnt, 4XX, ja, welche Zahl ist egal, ist im SMTP-Protokoll immer ein temporärer Fehler. Was eben heißt, liebes System, das du gerade bei mir einliefern willst, bitte queue die E-Mail und komm in ein paar Minuten wieder. Das ist nicht ungewöhnlich. Es wird immer gesagt, so, boah, was ist, wenn das einliefernde System nicht mit 400er Fehlern umgehen kann, mit temporären Fehlern? Dann ist ja die Mail verloren. Das ist natürlich so, wie wenn ich sage, was ist, wenn ein Fax nicht mit einer Telefonleitung umgehen kann? Ja, dann ist es halt kein Fax, sondern war ein Staubsauger. Was soll das? Temporäre Fehler habe ich immer und ständig. Ja? Ich habe ein paar aufgelistet. Too many connections. Ich kann gerade nicht. Ja? Ich habe nur 300 Slots. Hier wollen aber 1000 Leute was von mir. Dann geben Server temporäre Fehler aus. Ja, was ist, wenn mir die Festplatte vollgelaufen ist? Der Admin hat gepennt, dann gibt das Mail-Server-System natürlich auf, hier not enough disk space. Quota exceeded, gibt es einen Streit drum, ob das temporäre oder fatale Fehler sind, kann man mal halten, wie man will, sind aber häufig auch temporäre Fehler, weil wenn der aufräumt, kommt es ja wieder rein und. Das heißt, das ist im RFC drin und es ist Alltag eines Mail-Systems, ständig temporäre Fehler zu kriegen. Ja? Postmaster, die in die Queue gucken, vor ein paar Jahren war es schlimmer als heute. Die kennen das vielleicht noch so, ne? Wenn Web.de mal wieder Datenbankprobleme hatte. Wer kennt das noch? Ne? Dann hat man ganz schnell mal so ein paar tausend Mails für Web.de gehabt und die haben dann nur noch temporäre Fehler ausgegeben. Hier, can't connect to user database, sorry, später wiederkommen. Hat nachgelassen. Aber früher war das 5-8 Jahre lang der Fall. Also man kann sagen, Web.de hat Graylisting schon vor 15 Jahren erfunden. Ne? Die haben es bloß nicht gewusst. Also ein Mail-System, was nicht mit temporären Fehlern umgehen kann, das wird so ständig Mails verlieren oder das könnte nie an web.de eine Mail zustellen.
darf man jetzt so vielleicht nicht ganz sagen, natürlich ein bisschen Unrecht, aber ist schon so. Ja, ich muss immer damit rechnen. Insofern ist diese Behauptung, ja, ich provoziere einen Fehler und riskiere, dass die Mail fällt, totaler Quatsch. Ja? Dann wäre ein solches Mailsystem auch nicht RFC-konform und nicht lebensfähig. Also, ich zwinge den später wiederzukommen, ich schicke den mal um Block, ich wimmel den halt mal ab und gucke, ob es ihm wichtig ist. Und genau das ist das, was ich auch erreichen will. Ich will schauen, bist du ein Mailsystem, das queuen kann, ist es dir wichtig, diese E-Mail bei mir zuzustellen, oder bist du ein Spammer, der Fire and Forget macht und sowieso nie wiederkommt, weil er keine Zeit verschwendet, in 10 Minuten nicht mehr lebt, das Botnetz runtergefahren ist, er die IP-Adresse und. Ja? Das heißt, sobald er mir zeigt, hey, da bin ich wieder, sage ich auch, okay, komm rein, Mail kannst du zustellen. Später werde ich den übrigens ja natürlich sofort reinlassen, weil er hat das mir ja bereits bewiesen, dass er wiederkommt. Der Verdacht, dass sich hinter dieser IP-Adresse ein Botnetz verbirgt, ist dann ja irgendwie gar nicht mehr da. Es wäre Quatsch, ihn erneut zu graylisten. Wenn man 2-3 Mal durch war, ist man durch. Ja, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die viele Graylisting-Gegner nicht haben, ja, dass ich überhaupt nicht jede Mail verzögere. Was ein Quatsch. Ja, ich habe danach noch eine Zahl mitgebracht. Also, gute Systeme lernen natürlich automatisch, und das macht bitte nicht der Administrator einer Config-Datei, ich habe weiß Gott anderes zu tun. Ja? Die lernen automatisch, wer mehrfach Triple bestätigt hat. Triple, Absender, Empfänger, Absender, IP-Adresse. Und aus den drei Informationen identifiziere ich diese E-Mail. Empfänger, IP-Adresse brauche ich nicht, bin ich. Ja? Das heißt, wenn ich die akzeptiert habe, habe ich ein bestätigtes Triple in meiner Datenbank. Und wenn die beiden Leute noch 3 Mal hin und her mailen, wird auch jede weitere E-Mail von diesem Absender, die ja wieder dieses Triple erfüllt, verzögerungsfrei akzeptiert werden. Also grundsätzlich, es wird nur die erste E-Mail von jemandem gegraylistet, danach nicht mehr. Wenn er von 2 IP-Adressen auskommt, gut, dann 2-mal. Aber wirklich nur die erste. Und danach kann ich verzögerungsfrei mailen, wie ich will. Wichtige Erkenntnis. Ja? Das heißt, wenn ich anschließend noch sage, okay, von diesem System kam jetzt mehrfach bestätigte Triple von verschiedenen Absendern, es war also kein Zufall, dann kann ich diese IP-Adresse lernen als positiv. Und wenn ich jetzt sage, aus dem Subnetzbereich habe ich schon mal von 2-3 Systemen, Servern erfahren, dass sie queuen können, dann kann ich auch sagen, das ganze -24 schalte ich frei. Weil neben den Servern habe ich dann auch keinen Dial-Up-Bereich mit Botnetzen, da habe ich vielleicht andere Provider, aber der Netzrange ist kein Dial-Up-Bereich und das ist ja das, was ich prüfen will. Also da kann ich dann einfach -24 aufs Graylisting verzichten. Das heißt, selbst Provider, die viele verschiedene Ausgangs-IPs haben und, die lerne ich ganz schnell als -24 und dann habe ich da überhaupt gar kein Problem. Ganz im Gegenteil, je mehr sie haben, umso schneller lerne ich es. Das ist auch mal so ein Argument gegen Graylisting. Ja, was ist, wenn die den Resend von einer anderen IP machen, als die erste Zwischlung mal versucht worden ist? Ja Gott, dann dauert es vielleicht 2-3 Minuten länger, bis ich beide IPs gelernt habe, aber ich habe sowieso irgendwann -24 diesen Provider gelernt und damit ergibt sich das gar nicht mehr, das Problem. Ja? Und Provider, die auch solche Spielchen machen, aus berechtigten Gründen, das sind große Provider, die schicken so viele E-Mails zu mir rein, dass ich die auch nach wenigen Stunden halt gelernt habe. Ja? Von denen empfange ich ja dann auch mehrfach am Tag was und dann ist das durch. Also auch das ist gar kein Argument, auch wenn es immer wieder gebracht wird. Und was man halt einfach sieht, wenn man sich das auch mal in den Fakten anguckt und sich da nicht verwirren lässt, dass auf einem normalen System im Schnitt 98% aller eingehenden E-Mails, der erwünschten E-Mails, nicht vom Spam, natürlich der erwünschten E-Mails, nicht verzögert werden. Oder andersrum, nur Pi mal Daumen, 2% meiner erwünschten E-Mails, meiner Ham-E-Mails, werden durch Graylisting verzögert. Behauptet wird immer quasi alle. Genau das Gegenteil. Total falsch. Weil ich lerne ja einfach. Ja? Ich muss das Mail-Relay von T-Online einmal lernen, dann lerne ich noch 2 Mail-Relays von denen und dann sage ich -24, danke, das war's. Und dann wird nie wieder von irgendeinem Absender von T-Online ein Graylisting ausgeführt. Warum sollte ich das auch tun? Ja? Machen Sie das 3-4 Stunden lang und Sie haben die Top 20 Provider in Deutschland gelernt, mit denen Sie so im Verkehr stehen, dann haben Sie noch so ein paar Ihre persönlichen Zulieferer mit Ihrem Exchange in der IP, also auch die haben Sie ganz schnell gelernt. Das heißt, nur Leute, die noch nie in den letzten 6 Monaten oder 30 Tagen eine E-Mail an Sie geschickt haben, die werden Sie ins Graylisting schicken. Jemand, der mir 30 Jahre lang keine E-Mail geschickt hat, der wird jetzt um 5 Minuten verzögert. Das ist ja schlimm. Gut. Sie lernen das einfach und ja, ist wurscht. Wenn es Ausnahmen geben muss, wo es wirklich zeitkritisch ist, ne, alarm@feuerwehrwache.de oder sowas, ja, da ist Graylisting dann vielleicht suboptimal. Oder eine Hotline oder sowas. Oder zum Beispiel auch bei uns, support@highlandsupport.de wird nicht gegraylistet.
als Role-Account ist das dann dabei auch, weil wenn ich Kunden am Telefon habe, der sagt, hier geht nichts mehr, wir kennen uns noch nicht, ich brauche Hilfe, ich schicke ihm mal das Logfile rüber, kann ihn ja am Telefon sagen, so, ach, also lassen Sie mal 10 Minuten über das Wetter reden, ist nur im Graylisting. Ne? Also solche speziellen Sachen, wo ich auch quasi Echtzeit haben will, die nehme ich natürlich davon aus. Was ja nicht heißt, dass ich in einem großen Konzern nicht 1000 Mitarbeiter schützen kann und einen Role-Account oder zwei ausnehme. Ja, oder eine Gerichtsadresse, Postfach at Gerichts, Amtsgericht so und so, wo es natürlich vielleicht wegen Mitternacht auf Fristablauf drauf ankommt, ist natürlich doof, wenn man um 23.57 als Anwalt zur Fristwahrung was hinschickt und da heißt es 5 Minuten Graylisting. Und Sie kennen das vielleicht, Anwälte, ne? Das Anwaltstreffen der Stadt ist immer abends um 23.59 am Amtsgericht. Das ist so. Also in Berlin ist da Halligalli auf der Straße. Wir haben ja mittlerweile sogar 3 Anwaltsbriefkästen in der Stadt verteilt, damit die nicht alle nach Moabit fahren müssen. Und da sitzt dann jemand und stempelt. Und 0:01 ist halt Fristversäumnis. Also klar, da gibt es natürlich Ausnahmen. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Das ist kein Argument, ein normales Postfach oder die große, große Masse an Mitarbeitern dadurch nicht zu schützen. Ja, Gegenargument, dann müssen Spammer doch nur queuen. Die können ja wiederkommen. Richtig. Wenn Spammer queuen, dann haben sie natürlich die Möglichkeit, Graylisting zu überleben. Unbestritten. Aber die Frage ist, wollen die denn überhaupt queuen und können sie das? Ja. Ich habe ein Problem, wenn ich einfach 2-3 Mal irgendwo anklopfen muss, um meine Mail dort loszukriegen, dann senkt das natürlich meinen Durchsatz, dann senkt das meine Performance, dann kostet mich das Geld, vor allem verzögert es das. Ich habe eh noch 10 Millionen andere Adressen, die ich losschicken will. Je länger ich brauche, umso mehr stehe ich auf den Sperrlisten, umso mehr sprechen sich Prüfsummen von meinen E-Mails rum und so weiter und so fort. Also die Spammer sind immer schon darauf angewiesen, schnell rein, schnell raus zu fabrizieren. Und je länger sie eine Spamwelle andauern lassen, umso weniger Mails kriegen sie am Ende durch. Also sie haben gar keine Lust, bei mir Slots zu verschwenden, wenn sie es anderswo noch gar nicht erstmalig versucht haben. Ja, dann sollen sie aus meiner Sicht lieber woanders hingehen. Gleichzeitig, selbst wenn ich sie in 5-6 Minuten um Block schicke oder sie vielleicht 3-mal auch graylisten lasse und dann halt bewusst auch sage, ja, dann dauert es eben eine Viertelstunde oder eine halbe, dann habe ich natürlich massiv Zeit gewonnen, um eben aktualisierte Prüfsummen zu kriegen oder vielleicht auch Viren-Pattern zu kriegen. Ja? Ich kenne dich nicht, also dreh mal rum. Das ist im Prinzip Quarantäne. Ja, wenn jemand aus dem Amazonas kommt und irgendwie komisch fiebrig aussieht, dann packe ich den mal in eine Gummizelle und warte mal ein paar Stunden ab, ob der hier noch einen Krankheitsausbruch hat oder nicht. Ja, wenn ich jemanden nicht kenne, der mir noch nie was geschickt hat und, dann kann ich auch mal sagen, Moment, sollen doch alle anderen auf der Welt erstmal den Spam empfangen und wenn es genug Reports gibt, dass das Müll ist, bis du bei mir wiederkommst, bin ich schlauer als vorher. Also selbst das verschafft mir einen Vorteil. Ja, oder auch der Spammer muss damit rechnen, dass selbst wenn er wiederkommt, er nicht hundertprozentig durchkommen kann. Ja. Und wir sehen, dass Spamwellen heute wirklich auch massiv und schnell vonstatten gehen und das spricht dem natürlich entgegen. Das andere ist, wenn man so ewig viele Mails hat, dann kommt man eben auch nicht in 5 Minuten wieder, ja, sondern vielleicht auch in 1 oder 2 Stunden. Und wenn ich ihn dann 2-mal im Block schicke, habe ich 4 Stunden Luft gewonnen. Das ist dann schon ganz schnell ganz schön viel. Und mit Blick auf Vireninfektionen und damit ja auch, also Botnetze, ne? Botnetze verschicken Spam, das sind Viren. Ja? Es besteht natürlich auch durchaus die Möglichkeit, dass in der Zeit, wo er warten muss, bis er wiederkommen kann, eine Menge passiert. Der Besitzer des PCs merkt vielleicht, dass er seit 4 Stunden lang 100% Netzwerkauslastung hat und glüht, ja? Weil er nämlich Spam verschickt die ganze Zeit. Der besorgt sich mal ein Viren-Update für den Signaturscanner. Letzte Update war vor 2 Jahren, könnte man ja mal wieder. Er hat vielleicht eine Zwangstrennung, das ist ein ganz, ganz, ganz lustiger Punkt. Ne? Ich habe nach 1 Stunde die Chance von 1 zu 24, dass ich bereits eine neue IP-Adresse habe. Dann ist natürlich nichts mehr mit Wiederkommen und Graylisting, dann fange ich wieder von vorne an. Ja? Kann man sich jetzt drüber streiten, ob es das ausmacht, aber boah Gott, immerhin. Ja, sind schon ein paar Prozent von Spammer, die ich damit erneut auf die Bank irgendwie schon schicken kann. Und natürlich ganz wichtig, diese IP-Adresse steht natürlich nach 5 bis 10 Minuten schon auf den Sperrlisten, auf den RBL-Sperrlisten, weil in weniger Zeit so viele Incidents da draußen ausgelöst worden sind. Der kommt in 5 oder 10 Minuten wieder und dann sage ich zu ihm, ja, ist okay, jetzt dürft es doch rein. Mittlerweile stehst du auf den Sperrlisten, ich bin schlauer, jetzt nicht mehr. Ja? Also die Zeit arbeitet massiv für mich und da ich das ja nur mache mit Leuten, die ich nicht kenne, ist das auch alles gar nicht so schlimm. Ich mache das nicht mit Leuten, mit denen ich 3-mal täglich maile und die Lieferung von heute Nachmittag oder den Vortrag von morgen ausklammern muss. Das muss man sich halt immer wieder klar machen. Es hat eigentlich so gut wie keine Nebenwirkungen, keine Auswirkungen auf den normalen Mailverkehr. Ganz anders, als immer behauptet wird. Es ist der billigste, weil es mich so gut wie keine Ressourcen kostet. Ich sage einfach, oh nee, tschüss und schreibe ein Triple in die Datenbank mit einem Timestamp.
ja, ressourcenschonend, da geht es irgendwie nicht mehr. Ja? Und der unkomplizierte Spam-Schutz, ich habe nie irgendjemanden abgelehnt. Wenn der nicht wiederkommt, warum auch immer, ist das alles nicht mein Problem. Ich habe nie eine Entscheidung getroffen in dem Sinne. Ich habe auch nie, ich habe ja nur gesagt, ich kann gerade nicht. Wenn ich zu viele Connections hätte, hätte ich das auch gesagt. Ja? Was soll da das Problem sein? Es ist insbesondere kein Lastproblem, weil wenn ich den ganzen Quatsch annehmen würde und dann über heuristische Methoden, über Regular Expressions und so weiter matchen würde, ja, dann bräuchte ich da so und so viele Rechner mit so und so viel CPU-Kern, um das Ganze zu rechnen. Hier kann ich 70% meines Spam-Befalls mit einem Och nö jetzt nicht lösen. Ja? Das ist performance-schonend. Es wird immer gesagt, ja, dann kommen die alle wieder, oh, die Lastressourcen, wie schlimm ist das denn? Ja, genau das Gegenteil ist der Fall. Also wirklich brutal ist das natürlich ein Unterschied, als wenn ich das filtern würde. Ja. Manche Provider senden nicht neue Leute. Das habe ich, das, was wir vorhin schon gesagt hatten, ne? Wenn das Faxgerät zum Staubsauger mutiert. Erstens, gerade die großen Provider sind es, die temporäre Fehler ausgeben. Also die, die angeblich selber nicht senden, so wird es ja behauptet, sind die, die ständig temporäre Fehler ausgeben. Web.de haben wir schon verhauen, okay, die sind jetzt durch. Aber zum Beispiel Gmail, ja, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie da mal ein paar Mails an Gmail geschickt haben, dann haben Sie ganz schnell Rate-Limitings, wo die Ihnen sagen, hey, für den User akzeptiere ich nichts mehr, weil der gerade so viele E-Mails von aller Welt auf seine Adresse kriegt, dass ich den User drossel in der Empfangsliste. Oder weil Gmail halt sagt, von deiner IP kriege ich gerade so viel, dass ich dich jetzt mal drossel. Ne, vielleicht bist du ein Spammer, du schickst mir so viel. Also ganz unqualifiziert eigentlich. Oder wenn sie bei AOL ne, mal so ein bisschen zu viel falsche Adressen dabei hatten, weil jemand seinen Mailverteiler nicht aufgeräumt hat, dann sperren die sie mal ganz kurz 24 Stunden über temporäre Fehler und. Ja, also ausgerechnet die, die ganz schnell temporär sperren sollen, die sein, die nicht queuen können, das stimmt auch nicht. Ja. Und wie ich aus persönlichen Gesprächen weiß, ja, die finden das auch nicht doof. Ja. T-Online hat mit Graylisting keine Probleme und das belastet die auch nicht. Die großen Provider Graylisten teilweise ja selber. Das ist einfach nicht richtig. Ja. Das haben wir vorhin schon gesagt. Ja, gut, die Schimpfe über die Staubsauger, das müssen wir jetzt nicht nochmal bringen. Kleine Idee noch für Sie. Das wird mir auch mal wieder erzählt, haben wir auch gerade vor 2 Wochen erst bei uns wieder im Kurs ausdiskutieren müssen. Ja, ich habe aber 3, 4 Mail-Relays, da brauche ich eine zentrale Datenbank, wo das alles dann aufläuft und so. Ist überhaupt nicht richtig. Es gibt eine sehr gute Graylisting-Implementierung, Postgre von David Schweikert. Die macht halt kleine Berkeley-Datenbanken lokal auf dem Mail-Relay und jedes Mail-Relay hat seine eigene lokale Datenbank. Die muss ich überhaupt nicht zentralisieren. Ganz im Gegenteil. Denn eine wichtige Erkenntnis ist, wenn ich einen temporären Fehler ausgebe, dann geht das Client-System sofort zu einem anderen Mail-Relay. Das heißt, wenn ich 2 habe, würde er sofort versuchen, bei dem anderen zuzustellen und erst dann 5 Minuten in die Queue gehen. Weil er geht ja davon aus, dass ich vielleicht einfach nur einen kleinen Schaden habe und nicht kann. Warum sollte er eine Mail queuen, wenn er die Chance hat, sie bei meinem anderen MX-10 sofort loszuwerden? Und das ist das, was ihm am wenigsten Arbeit verursacht. Gar nicht erst queuen, sondern gleich losballern. Natürlich versucht er meine anderen MXer. Und wenn ich ihn nicht kenne, wird er bei beiden ein unbestätigtes Triple machen. Und wenn er dann in 5 Minuten ankommt, kann er das oder das bestätigen, aber die Mail geht durch. Ja, also auch das würde nicht zu einer erhöhten Verzögerung irgendwie führen. Das heißt, alle Mail-Relays lernen zeitgleich diese offenen Triple. Der schießt sich das Triple dann am Ende frei und ich werde ihn auch lernen. Und wenn da 3, 4, 5 Mails gelaufen sind, wird auch überall ein bestätigtes Triple nach dem Zufallsprinzip haben und immer verzögerungsfrei durchkommen werden. Und wenn das ein komplexes Setup mit vielen IPs ist, dann brauche ich ein paar Stunden länger oder mal 2 Tage, aber nach der Anfangszeit ist das erledigt. Das Problem bei diesen zentralen SQL-Datenbanken, sagen die Leute, ja, aber dann lerne ich das schneller, ist doch super. Nee, dann habe ich den Single Point of Failure. Erstens, die meisten Fälle sind dann so SQL-Datenbanken, die selber in sich gar nicht drin oder dann abgesichert sind. Und wenn die SQL steht, dann steht mein Mail-Cluster. Super Trick. Ja, viel Geld investiert und Single Point of Failure eingebaut. Ganz geniale Taktik. Das zweite ist jetzt einen beschreibbaren HA MySQL-Cluster hinzusetzen mit 3 Nodes, um 2 Front-Relays abzudecken, erschließt sich mir zumindest jetzt nicht, wenn ich es auch lokal auf der Platte ohne Nachteil machen könnte. Und das dritte ist, wenn die Leute sagen, ja, wir sind so groß, wir haben ja 8 Relays, wir sind ein Landesdienstleister oder weiß der Geier, wir haben da ganz viele Behörden oder Institutionen dahinter, wir haben so wahnsinnig viel Mailverkehr und so, wir brauchen die zentrale Datenbank. Da kann ich nur sagen, Vorsicht, wenn Sie 8 Systeme schon parallel haben, weil Sie so viel empfangen müssen, überlegen Sie mal, wie viele Mails das sind, wie viele IO-Writes das sind und dann sagen Sie mir mal, welches System das schreibend in der Datenbank als zentralisierte, also ich zentralisiere ja die Last des Schreibens dieser Datenbankeinträge, wer soll das abfrühstücken können? Was ist das für ein Bolide? Ja, 10 Platten im RAID-10-Verbund oder? Also was da völlig offensichtlich ist, dass der, wenn ich schon so groß bin, ja, dass der dann erst recht absaufen wird. Also gerade je größer ich bin, umso eher brauche ich dezentrale, kleine, lokale Datenbanken. Wird häufig anders gesehen und dann wundern Sie sich,
dass sie da natürlich total den Flaschenhals eingebaut haben. Ja, was wäre das Argument ohne Graylisting? Weil klar, ich habe natürlich noch den kleinen Malus, 2% meiner Mails werden verzögert und dann kommt Oberchefchen an und sagt, ja, das neue Kunde, das ist doch jetzt doof. Ja, der hat angerufen, ich kenne ihn nicht, aber jetzt kommt die Mail 5 Minuten später an, das ist doch doof. Was wäre, wenn ich nicht graylisten würde? Wie sähe die Welt sonst aus? Ich würde bei jeder Spam-Mail, bei jeder Spam-Welle, die ich kriege, erstmal 20.000 Spam-Mails betanken, die alle schön vor dem Content-Filter machen. Die CPU glüht 3 Stunden lang, weil sie mit Regular Expression alles filtern muss. Pipapo. Das heißt, ich hätte dann routinemäßig 1 stundenlangen Backlog-Stau. Und zwar für alle E-Mails, den unbekannten wie den bekannten Absendern, weil die stehen ja mit im Stau. Ja. So verzögere ich nur die, die ich nicht kannte bis dato. Ja. Alle anderen kommen astrein durch. Wenn ich alles filtern will, ja super, dann verzögere ich alles. Und je größer die Spamwelle, umso stundenlänger wird, ja, wenn die Graylisting-Sache sehr endlich und überschaubar ist. Also das ist durchaus die Frage, ob dann Mails im Schnitt, wenn man ehrlich sind, verzögerungsfreier ankommen als sonst. Ist natürlich eine Frage auch der Serverressourcen, die ich da reinwerfe. Klar. Ja. Wir müssen damit rechnen, dass Spam weiter steigt. Gut, in den letzten 2 Jahren ist es schon deutlich zurückgegangen, muss man fairerweise sagen. Früher hat sich das pro Jahr verdoppelt, in den meisten Jahren, ja. 2006, 2007, 2008 ist das wirklich brutal skaliert worden. Was will ich dann machen? Aus 10 Spam-Filtern 40 oder so. Ne? Ist ja auch nicht der Plan, so preislich. Und ich sehe es genau andersrum. Gerade weil ich grayliste, sorge ich dafür, dass die guten E-Mails, von denen ich kenne, 98%, verzögerungsfrei ankommen. Gerade wenn ich platt gemacht werde, weil ein Spammer meinen Absender missbraucht hat und ich jetzt 3 Millionen Bounces kriege, Backscatter, ja, gerade dann sorgt Graylisting ja noch dafür, dass die guten Mails bevorzugt und durchkommen, wenn die anderen erstmal ferngehalten werden, ich das Problem lösen kann und. Also ich sehe es genau andersrum als das. Graylisting verzögert nicht, Graylisting sorgt für einen geordneten Mailfluss. Ja, letztes Ding, ich weiß, ich überziehe gerade, wir sind auch gleich fertig. Ich diskutiere in den meisten Fällen Graylisting gar nicht mit Blick auf Spam-Schutz, sondern mit Blick auf Virenschutz. Und das Schöne ist, Virenschutz, da befinden wir uns dann im Bereich der Security. Security darf wehtun, Spam-Schutz komischerweise nicht. Security ist auch was, wo sich Oberchefchen nicht so einfach drüber hinwegsetzen kann, wenn die Konzernsicherheit sagt, das machen wir hier nicht. Und was man halt feststellen muss, Spam wird größtenteils über Virenbotnetze verschickt. Die Historie war ja auch, Virenbotnetze haben Viren verschickt. War schön, ne? Ihr Verbreitungsmechanismus. Und dann kam es auf die Idee, ja, dann können wir auch Spam verschicken und noch Geld verdienen. Ja, da kommt das ja her. Und während hingegen, sagen wir mal, 90% über Virenbotnetze verschickt werden, 10% Spam aus anderen Quellen kommen, habe ich heutzutage eigentlich 100% aller Viren, die über Viren verschickt werden, über Botnetze. Das heißt, alle Mechanismen, die ja gegen Botnetze helfen, helfen insbesondere auch gegen Viren, weil der Inhalt, der spielt ja gar keine Rolle. Das ist für mich eine ganz wichtige erste Stufe eines Virenschutzsystems. Mit Spam hat das jetzt mal so ausgedrückt gar nichts zu tun. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Und insbesondere, wenn ein Unternehmen oder ein Konzern fordert, wir brauchen ein 2-stufiges Virenschutzsystem, ist ja nicht ganz doof, die Forderung, ist das eben eine Stufe und die 2. Stufe ist dann ein signaturbasierter, handelsüblicher Virenscanner. Doof ist es ja eigentlich, 2 signaturbasierte Virenhersteller von verschiedenen Herstellern, aber trotzdem mit derselben Technik zu kombinieren. Weil die haben beide das gleiche Problem, ab 0 Second, ab Ausbruch des Virus sind sie erstmal blind, bis sie aktuelle Signaturen haben. Und das kann ein paar Stunden dauern. Egal, wie viel ich davon einsetze. Am Anfang sind sie alle blind, auch wenn es ein paar heuristische Methoden gibt, klar. Und Graylisting wiederum sorgt unter Umständen genau dafür, dass diese Mail 2-3 Stunden dauert, bis sie bei mir ist und ich jetzt auch die Gelegenheit hatte, neue Signaturen zu kriegen und damit steigt auch mein Risiko, dann am Ende das tatsächlich noch zu finden und ich kann mich schützen. Also tatsächlich eine Art Quarantäne. Insofern spare ich lieber am 2. Signaturscanner und nehme einfach Spam-Schutzmechanismen. Dazu gehören natürlich auch RBL und alle anderen Anti-Spam-Mechanismen, die nichts mit dem Inhalt einer E-Mail zu tun haben. Das ist alles Botnetz-Kram und das hilft natürlich gegen Viren. Ja, gut. Das mit IPv6, das würde ich jetzt etwas überspringen, das Kapitelchen. Können Sie, wenn Sie wollen, nochmal nachlesen. IPv6, Zusammenfassung, ist mit Graylisting kein Problem. Mit RBL im Prinzip auch nicht und so weiter und so fort. Da finden Sie auch auf unseren Folien auf unseren Webseiten auch nochmal einen komplett eigenen IPv6-Vortrag, wenn Sie das interessiert. Das wird die nächsten Jahre sicherlich noch relevanter, aber kurzes Preview. Es funktioniert und spielt keine Rolle. Da muss ich jetzt mal vorspulen, tut mir leid. Ja, also, was bedeutet das in der Praxis?
A, SPF und DKIM, kehren wir an die Anstrengung zurück, haben eigentlich gar nichts mit Spam-Schutz zu tun. Sie biegen nur den Absender oder zwingen den Absender, dass er sich irgendwie outen muss, wer er ist. Und darauf kann ich dann Systeme aufsetzen, die das positiv oder negativ bewerten. SPF und DKIM schaden nichts, wenn ich sie richtig konfiguriere. Insofern sollten wir es machen, insbesondere DKIM ist wirklich ganz gut für die Reputation. Es gibt auch unter großen Providern die Certified Senders Alliance vom ECO-Verband, wo dann eben DKIM-Signaturen auch Pflicht sind, um das zu prüfen, wer das verschickt hat. Graylisting funktioniert, das habe ich ein paar Mal jetzt schon ganz betont, es ist schnell eingerichtet. Wer wissen will, wie es geht, findet 1000 Anleitungen im Netz oder guckt bei mir ins Buch oder sowas. Das ist wirklich schnell gemacht, zumindest unter Postfix. Ja. Und was für mich leider die Konsequenz daraus ist, dass leider in Foren da relativ viel Unwahrheit verbreitet wird, sodass es sich da wirklich lohnt, auch mal zu erfragen, ob das immer stimmt. Nicht immer sind die, die am lautesten schreiben, diejenigen, die das schon am längsten machen. Und nicht immer stimmt alles, was da draußen gesagt wird. Ja. Abspannen, wenn wir Ihnen helfen können, Highland Support. Wir machen seit 20 Jahren E-Mail-Systeme, haben das Postfix-Buch und andere Sachen geschrieben, haben die Schulung in Berlin, machen nicht nur E-Mail, das ist mein Steckenpferd, wir machen alles, was in der DMZ eine Rolle spielt, aus eigener Erfahrung, aus unserem Rechenzentrumsbetrieb. Und wenn da irgendwie Interesse besteht, wir haben eine 24-7-Hotline, falls das irgendwie mal brennt, kann man uns rund um die Uhr, rund ums gesamte Jahr auch anrufen, dann wird im Zweifelsfall erst geholfen und dann geklärt, auf welcher Basis das fußt. Für Kunden, die Interesse haben, können wir auch SLA-Verträge an der Stelle anbieten. Das und ähnliche Vorträge stehen im Netz, wenn Sie das interessiert oder Sie das nochmal zum Ausdrucken und Weitergeben brauchen. Und ansonsten bleibt mir natürlich nur die kleine Botschaft noch, dass wir dringend Leute suchen und gerne einstellen und Bewerbungsgespräche führen, falls Sie möchten. Und jetzt bleibt mir eigentlich noch die Frage nach Fragen bei Ihnen. Bitte. Aber, stopp. Ja, mit Mikrofon. Für die Videokamera. Ah ja. Es gibt ja nicht nur bei Microsoft Gutmenschen. Was ist so von Ansätzen wie die E-Mail und Co. zu halten, die ja auch nicht, sich nicht mit einem Penny pro E-Mail begnügen? Das würde natürlich auch eine Konsequenz heißen, dass man sein E-Mail-Konto abschottet gegenüber unbezahlten E-Mails. Geht das überhaupt? Also ich finde es übrigens unverschämt, für eine E-Mail ein ähnliches Porto zu verlangen, wie für einen Brief, der physisch von Hallighoge nach Berchtesgaden transportiert wird. Ja gut, wobei man durchaus darüber streiten kann, wo derzeit mehr Aufwand getrieben wird bei der E-Mail oder wenn der Postbote sich ins Auto setzt und runterfährt. Ich beantworte gerne alle Fragen, aber das Problem ist, wir müssten jetzt 1,5 Stunden klären, was die E-Mail eigentlich ist, schon im juristischen Sinne. Ich weiß nicht, wie lange Sie heute Abend noch Zeit haben, ich mache es gerne, aber dann wird das hier nichts mehr beim Abendessen. Kurz Zusammenfassung ist, dass man das einfach nicht vergleichen kann. Also die E-Mail hat ja vor allem eine ganz große juristische Komponente. Ja, das hat ja eben, wenn es so läuft, wie der Gesetzgeber das will und wie es geplant ist, ja, tatsächlich eben auch eine Postzustellung, also wie eine PZU. Ja, also Sie können nachgewiesene Postzustellungen an die E-Mail-Adressen vornehmen und das eben als in diesem Intranet-System, sodass es, glaube ich, ganz andere Gründe gibt und auch ganz ungeklärte Fragen gibt, warum Sie als Bürger keine E-Mail-Adresse haben wollen. Ja, also gibt es ganz lustige Sachen. Wenn Sie eine PZU kriegen, kennen Sie diesen gelben Brief vom Gericht, welche haben Sie alle schon mal gehabt oder so, dann wird das ja juristisch fingiert, dass Sie nach 3 Tagen Zugang hatten. Ja, und wenn Sie 2 Wochen im Urlaub waren, haben Sie Pech. Und gleiches gilt dann eben zum Beispiel auch für so eine E-Mail-Adresse. In dem Moment, wo Sie die aufmachen, sind Sie nach diesem die E-Mail-Gesetz sozusagen, PZU-berechtigt da. Da kann wie eine PZU dorthin zugestellt werden. Das heißt, Sie müssten auch im Urlaub dann immer brav Ihr E-Mail-Postfach abrufen, was gar nicht so einfach ist. Beziehungsweise es ist Ihnen eigentlich juristisch verboten, anderen Leuten Einblick in Ihr E-Mail-Postfach zu geben, also Ihre Zugangsdaten weiterzugeben. Sonst geben Sie den Briefkastenschlüssel an den Nachbarn und sagen, ruf mich an, wenn was ist, das dürfen Sie. Bei der E-Mail-Adresse dürfen Sie es nicht. Was natürlich so ganz lustige Fragen aufwirft, was ist, wenn Sie im Dschungel gibt, wo es kein Internet gibt, Sie alle 3 Tage abrufen müssen, Sie aber auch keinen Vertreter bestellen können. Also da gibt es ganz lustige juristische Fragen, die da auch auftauchen. Und das Problem ist, dass das einfach ehrlich gesagt mit E-Mail in dem Sinne wenig zu tun hat, sodass ich Ihnen das jetzt auch mit Blick auf Graylisting kaum antworten kann. Vielleicht schimpfen wir draußen nochmal vor der Tür oder sowas, aber ich halte das momentan für sehr schwierig, auf diesen E-Mail-Zug aufspringen zu wollen. Und dass das in der Praxis natürlich noch 1000 andere Probleme hat, also es gibt ja so die E-Mail-Gateways, dass sich Firmen anschließen können, die kriegen dann die E-Mail-Gateway reingestellt, damit sie über ein normales Mail-Backend-System mit allen Mitarbeitern im E-Mail-Verbund und so teilnehmen können.
Da gibt es ganz lustige Auswüchse und sonst was, wie Sie quasi mit einem privaten System, also so eine Art Bring Your Own Device, in das die E-Mail-Konzept rein müssen, weil Sie können jetzt auch nicht alle Mitarbeiter sagen, geh über die Web-GUI auf eine E-Mail-Adresse, wenn wir als Firma da gesichert teilnehmen wollen und so. Also schwierig. Und wann es das erste Mal Spam im E-Mail-Bereich gibt, ist eine gute Frage. Mal gucken. Vielleicht gibt es da tatsächlich keinen. Das wird sich da noch zeigen. Wann Phishing und Spam im E-Mail-Bereich vielleicht wegen irgendwas doch einzufinden. Da habe ich gerade tatsächlich noch gar keine Idee. Sonst noch was? Mal eine kurze Zwischenfrage. So, ist das E-Mail ein interessantes Thema? Also, und weil ich hatte letztens auf einer Hausmesse Kontakt zu jemandem, der hier bei der T-Systems mit dem Projekt betraut ist, den ich kenne. Und ich denke, dass wir da vielleicht mal eine Abendveranstaltung dann hier zu dem Thema mal machen können. Gut, wieder was für die Liste, ja. Wobei die Quintessenz ja von dem immer so singen mehr sein wird, schön nicht machen. Wir machen die Vorträge, solche Abendvorträge mit zwei Seiten. Einmal darf der was erzählen, der es gut findet, dann gibt es hinterher an die Ohren. Wobei die, die das machen, sind in dem Projekt auch nicht unbedingt die, die das gut finden. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Ja, also wer das mal interessiert, auf unseren Webseiten vorhin war der Link eingeblendet, da gibt es ein Konferenzarchiv, wir machen ab und zu oder alle zwei Jahre die Mail-Server-Konferenz. Und da hatten wir zum Beispiel auch im letzten Jahr einen sehr, sehr guten Vortrag über die E-Mail und Konsorten. Und da gibt es auch Videoaufzeichnungen davon. Also wer sich da nochmal interessiert, fragt mich, dann schicke ich einen Link zu oder findet bei uns im Konferenzarchiv auch die alten E-Mail-Vorträge und kriegt das da etwas ausführlicher in eineinhalb Stunden aufgedröselt, als ich das jetzt auf die Schnelle auch stark verkürzt und vereinfacht gesagt habe. Sonst noch was, was ich Ihnen antun kann? Bitte, aber wieder, halt. Mich würde noch mal interessieren, wir haben die ganze Zeit über Spam gesprochen. Wie sieht es denn andersherum aus? Das heißt, die Frage, wie viele korrekte Mails werden nicht zugestellt? Das ist ein schwieriges Thema. Also das ist ja, okay, berechtigte Frage. Die Leute schimpfen ja immer, E-Mails ist ein unzuverlässiges Medium, oder sie schimpfen immer, E-Mails gehen... Ist mein Strom alle? Meine Batterie ist alle, mein Herzschrittmacher, es tut mir leid. Dass die Leute halt ja irgendwie sagen, ich brauche eine Quarantäne zum Beispiel, weil dann muss ich ja kontrollieren, ob da positiv, also Hem-E-Mails gelandet sind und so weiter. Ich bin jemand, ich baue nie Quarantänen. Quarantänen sind ein riesengroßer Irrtum der Menschheitsgeschichte, weil sie auch im juristischen Sinne ihnen keine Sicherheit bringen, weil die Idee, dass User kontrollieren, ob dort eine echte erwünschte Nachricht drin liegt, das ist ja eher so frommes Wunschdenken. Also die Praxis zeigt, das sieht man in großen Unternehmen, wenn man sich das anschaut, dass die meisten User sich selten bis nie in die Quarantäne einloggen. Was insbesondere heißt, dass eine erwünschte Nachricht, die wegen Verdacht dort landet, erst recht nicht ankommt beim Empfänger, aber auch erst recht nicht zurückgeht an den Absender und damit endgültig verloren ist. Würde ich sie in Echtzeit rejecten, was wir ja können, haben wir vorhin gesagt, ne, dann würde der Absender halt eine Millisekunde, nachdem wir es abgeschickt haben, Bounce kriegen und sagen, okay, das wurde als Spam klassifiziert, das kam nicht durch. Und dann weiß ich wenigstens Bescheid. Was auch im juristischen Sinne durchaus sehr interessant ist, weil sonst komme ich ganz schnell in die Situation, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe Gutachten geschrieben, wir hatten das vor Gericht, dass ich sonst halt Kenntnisnahme des Empfängers fingieren muss. Er hat die Mail nachweisbar nicht gelesen, sie war in der Quarantäne, aber sie war in seinem Empfangs- und Machtbereich. Und für den Absender war das auch nicht erkennbar. Und dann muss ich mir vielleicht daraus resultierende Schäden, die durch Nichtkenntnisnahme der E-Mail entstehen, unter Umständen auch juristisch zurechnen lassen und bin schadensersatzpflichtig. Wenn ich eine Verpflichtung zum Handeln hatte und pipapo, gibt es ein paar besondere Voraussetzungen. Ja? Aber dann muss ich mir natürlich, wie beim Briefverkehr schon auch, Kenntnis zurechnen lassen. Und darum mag ich es gar nicht. Eine E-Mail ist entweder da oder sie ist abgelehnt worden. Du kollidierst das eben mit der Frage, dann hole ich so weit aus, mit, das ist ja eben das Problem, dass normale E-Mails immer als Spam klassifiziert werden. Und da kann ich eben nur sagen, A, es gibt wahnsinnig viele schlechte Spam-Systeme, auch großer kommerzieller Hersteller, Preis und Qualität hat nichts miteinander zu tun. Sorry, ist so. Ja? Preis und Aufwands- und Größe der Vertriebsabteilung hat häufig was miteinander zu tun und damit auch mit Marktpräsenz, aber nicht unbedingt was mit der Qualität. Das Zweite ist, ich bin eben gerade zum Beispiel auch ein großer Freund davon, gar nicht mehr den Inhalt einer E-Mail anzugucken, sondern technische Merkmale. Ich schaue mit solchen Methoden, wie wir sie hier auch gesehen haben, Greylisting, auch Policy Weight habe ich ein bisschen übersprungen, Blacklisting und so, nicht was verschickt jemand, eine Viagra-Mail, sondern wer verschickt da was. Ja? Wenn das Pfizer verkauft, verschickt, ist das was anderes, als wenn das Hinz und Kunz irgendwie Viagra oder nachgemachtes Viagra mir andrehen möchte. Ja? Und
Insofern ist es natürlich ganz hilfreich, sich einfach da auch mal Gedanken zu machen, was markiert denn eigentlich eine Spam-Mail? Nicht unbedingt der Inhalt. Und wenn man das alles zusammenführt, kann ich aus der Praxis sagen, ein System, so wie ich es baue oder wie es auch bei uns im Buch steht und wie die großen Provider es im Prinzip eigentlich auch haben, hat eine False-Positivs-Rate von 1 zu 100.000. Ich bin eigentlich der Meinung 1 zu 1 Million. Ich sage mal 1 zu 100.000, damit man sich da nicht sondern angreifen kann. Aber sprich, auf 1 Million erwünschte E-Mails wird eine falsch gefiltert. Oder sogar höher. Das ist wirklich das, was wir problemlos heute erreichen. Das Problem ist, was viele haben einen Spam-Schutz oder so 1,5 Methoden und dann kommt halt noch Spam durch. Dann versuchen sie zu pimpen und zu tunen, damit es besser wird. Und je härter ich natürlich tune und pimpe und je aggressiver ich damit filtere, umso mehr False-Positivs habe ich. Das ist natürlich immer ein Pendel, was zwei Seiten hat. Ja? Wenn ich härter filter, dann erwische ich mehr Hem-Nachrichten. Wenn ich zu weich filter, sagen Leute, kriege ich zu viel Spam, ist auch doof. Und die Kunst besteht eben darin, verschiedene Spam-Methoden zu kombinieren. Jeder hat ihren Anwendungsbereich, in dem sie auch fail-safe ist. Ja, wo ich mit 1 zu 1 Million bei Spam-Assessen keine False-Positivs habe. Ja, und wenn ich die kombiniert anwende, ich mache Graylisting und RBL und Policy-Weight und das und Spam-Assessen und das, dann kann ich alle in einem ganz entspannten grünen Bereich betreiben, wo ich keine Fehler habe und habe doch mehr oder weniger 100% aller Szenarien abgedeckt. Und dann habe ich auch keine Fehler. Wenn ich nur Spam-Assessen sage oder der kommerzielle Hersteller sagt, das ist unsere super Methode, ich bin ein Hersteller, kostet 80.000 und mit der Methode muss ich jetzt, weil das mein Verkaufsargument war, das alles abdecken können, dann ist das halt doof. Für mich ist es immer so ein bisschen wie ein Medikament. Ne? Wenn ich ein Medikament überdosiere, wird es irgendwann auch nicht mehr besser. Also dann kombiniere ich halt zwei Schmerzmittel, anstatt bei einem die Dosis zu erhöhen. Ja? Und im Prinzip ist es halt so wie bei Medikamenten, es gibt immer einen guten und einen doofen Bereich. Und das ist nach meiner Erfahrung der Hauptgrund, warum es so schlechte Spam-Ergebnisse gibt. Der zweite ist, dass viel zu viele Leute noch User die Spam-Filter trainieren lassen. Spam-Filter-Training sorgt dafür, dass die Leute alles antrainieren lassen, was sie nervt. Und das sind auch unter anderem die Newsletter, die sie selber mal bestellt haben. Und das heißt, ich habe meistens bei trainierten Spam-Filtern, die unter Einfluss der User oder auch der Administratoren stehen, einfach wahnsinnig schlecht gelernte Filter und die filtern halt entsprechend. Und wenn ich natürlich 1000-mal den Chibo-Newsletter antrainiert habe als großer Provider, dann wird allen anderen Leuten der Chibo-Newsletter halt auch rausgefiltert. Und dann heißt es wieder, ach, zum Glück haben wir die Quarantäne, da sind ja die ganzen Newsletter drin. Wäre ja schlimm, wenn wir keine hätten. Gut, dann hat sich die Logik wieder geschlossen. Viele Worte für eine kurze Frage, wa? Bitte. Also ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, nachdem wir so ein Graylisting eingeführt haben, hat sich unser Spam-Aufkommen um 98% reduziert. Und die letzten 10 Spam-Mails, die wir in einer Woche bekommen, bei 20 Usern, die interessieren mich dann nicht mehr. Die können die User nämlich auch selbst ausfiltern. Und das ist immer so eine Sache, die man dann machen muss. Einfach mal zu gucken, was bringt es mir und was habe ich an Arbeit hinterher damit. Ja, und ich kann von einem User durchaus, denke ich mal, erwarten, dass er 2 Spam-Mails pro Woche wegschmeißt. Das Problem, was da entsteht, das ist auch so ein Argument, dann filtern wir nur ganz vorsichtig, sagt Chefchen dann, weil habe ich Angst. Dann lieber nur ganz im grünen Bereich. Ja, also im, wie ist das in der Medizin? Im homöopathischen, homöopathischen Medikament. Ja, das funktioniert eben auch nicht, weil dann habe ich meine False-Positivs-Rate nämlich meiner Meinung nach viel höher. Wenn User zu viel Spam kriegen, dann löschen sie schnell. Ja, dann kriegen sie einen nervösen Zeigefinger auf der Tastatur, vor allem Montag früh. Ne, Postfach aufmachen, 3 gute Nachrichten, 48 doofe übers Wochenende, Steuerung-Taste drücken, Control-Taste drücken, markieren, 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 delete. Und da kann mir keiner erzählen, dass der normale Nutzer, der so löscht, und das tun die dann, nicht 1 zu 1000 False-Positivs-Rate hat. Ich sage, ich habe 1 Million. Das heißt, die Leute, die sagen, was ist, wenn die Technik sich irrt, 1 zu 1 Million ist uns viel zu gefährlich, die denken nicht zu Ende, dass sie im Gegenzug einen zweiten Faktor reinbringen, nämlich den Menschen, dessen False-Positivs-Rate dann das softere Filtern sofort wieder krass ins Gegenteil verdreht. Und das ist dann nämlich genauso schlimm wie eine Quarantäne, auch im juristischen und haftungsrechtlichen Sinne, weil ich habe die Mail bekommen, der Absender sagt 250, okay, vom Mailsystem, ihr habt sie, aber ich habe sie natürlich nie gelesen, die verarbeitet nie sonst was und dann ist natürlich genauso schlimm wie sie ist in der Quarantäne, wo sie keiner gelesen hat und dann muss ich mir etwaige Schäden daraus auch wirklich ganz offensichtlich zurechnen lassen, weil, ja Gott, wenn ich Briefe, die ich kriege, einfach wegschmeiße, dann darf ich mich anschließend nicht beklagen. Und insofern sollte man das halt auch vermeiden, dass zu softes Filtern nicht heißt, dass ich weniger False-Positivs habe, ganz im Gegenteil. Gar nicht filtern. Ja, das kommt halt darauf an, wie viel man halt kriegt, ne?
Das ist aber genau die Sache. Wenn man gar nicht filtert, darf man einfach nicht zu viele Mails bekommen. Und bei uns ist es einfach so, da kommen keine 5000 Mails an. Wenn sie ankommen würden, hätte ich Spam und dann müsste ich filtern. Also das ist immer so eine Sache, man muss da natürlich irgendwie in dem Bereich bleiben, wo man so sagen kann, ich kann das überwachen. Und wie gesagt, bei 2 Spam-Mails in der Woche ist es, glaube ich, ziemlich egal. Ja, man kann auch sagen, 2 am Tag, man darf halt nicht die Kontrolltaste benutzen können, dürfen, müssen. Ja, dann ist es, okay. Sonst noch was? Sonst würde ich jetzt in den wohlverdienten Feierabend entlassen. Ich glaube, jetzt ist auch gut für heute. Sie dürfen gehen.